So, für die Leute da draußen, ich erkläre es ganz kurz. Wir spielen heute gemeinsam Obscure mit dem lieben Simon. Und wir spielen die PC-Version. Das ist ein altes Spiel aus dem Jahre 2004. Aber wir haben uns eine Mod installiert, damit wir zumindest mal 16:9 haben. Es sieht auch relativ schick aus für so ein altes Spiel, finde ich. Und da es ja früher mal ein Konsolenspiel war für zwei Spieler an einer Konsole, machen wir das Ganze mit Remote Play über Steam. Funktioniert anscheinend auch ganz gut. Kleine Information noch, die Cutscenes sind allerdings 4:3 und sind auch nicht so hochskaliert wie das Gameplay, weil das eben gerenderte Sequenzen sind. Und da kann man natürlich nichts modden oder nachbearbeiten. Ne? Gut, bereit für ein neues Spiel, Simon? Ja. Dann let's go. Ich bin voll bereit. Hey Josh, du störst. Aber ich muss meinen Zeitungsartikel über das Basketballteam fertigstellen. Hey Kenny, bleib cool, Alter. Lass ihn doch. Los, gehen wir duschen. Weißt du, wie spät es ist? Du wolltest doch heute früher nach Hause kommen. Das habe ich Mom und Dad gesagt, nicht dir. Es ist immer dasselbe mit dir. Ich weiß, wieso du nicht nach Hause willst. Kenny! Da sind Mom und Dad einmal nicht da und du glaubst, ich würde zu Hause schlafen. Warte, Shannon, ich gehe mit dir. Nein, ist schon okay. Geh ruhig. Wir ziehen los, Kenny. Bleibst du noch hier? Ja, ich werf noch ein paar Körbe. Na gut, wie du willst. Bis später. Klar, das ist auch der Durchtrainierte. Ja, aber er wird nicht lange. Er wird nicht lange leben. Guck mal hier, zack, eingesammelt. Das ist der Durchtrainierte. Kenny ist halt so der Star der Schule. Rebellisch, durchtrainiert. Er hat ein Stipendium, weil er so gut Basketball kann, in der Tasche. Er braucht keine guten Noten. Kann reinscheißen. Nur für mich, wir sehen jetzt übrigens Keys, Gameplay. Das wird ja gestreamt und später komme ich auch dazu. Genau, ja. Am Anfang gibt es halt so einen kleinen Prolog, den kann man nur alleine spielen, aber der geht 5 Minuten. Hallo? Kenny, du wolltest anrufen oder hast du unser Date vergessen? Ashley, nein. Du solltest mich besser kennen. Ich bin gerade mit dem Training fertig. Muss noch kurz duschen, dann bin ich bei dir. Gut. Und sei diesmal pünktlich. Bis später, Baby. Okay, dann bis gleich. Siehst du dieses kleine Poster unten in der Ecke? Hey, was? Wo ist meine Tasche? Simon, bei Kenny, da ist eine Spinne. Das ist so ein Poster mit einem Gesicht. Jetzt sieht man es vielleicht nicht mehr. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Delay und musste erst jetzt... Da, siehst du das hier? Das Poster da unten? Ja. Das erinnert doch so ein bisschen an Sinister, oder? Kannst du dich noch erinnern an den Film Sinister? Nee, überhaupt nicht. Bagul oder wie der hieß? Aus wie Saw. Ja, auch so ein bisschen Saw. Hast recht, auch so ein bisschen Saw. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Spiel schon wieder so alt ist, ne, es geht schon bald auf die 20 Jahre zu... Ja. Sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ey, das ist uralt. Ich habe das bei Giga gespielt. Das kann nur 15, 20 Jahre her sein. Das ist alt. Das ist richtig altes Game, ja. Alt. Aber man muss sagen, es sieht besser aus hier bei mir jetzt als diese vorgerenderte Sequenz. Ja, klar, weil die noch auf dem alten Standard sind. Das ist halt wirklich so eine alte PlayStation 2-Auflösung. So, meine Tasche wurde gemobst. Wo gehe ich jetzt hin? Wahrscheinlich raus, oder? Wahrscheinlich raus, genau. Es ist ja, wir sind ja im Tutorial. Ich glaube, deine Figur wird nicht lange überleben. Ach Quatsch, Kenny war ein Robuster. Ich sehe schon, du kennst sie sogar. Crazy Kenny? Was hat der denn für Adern auf den Händen? Hast du es gerade gesehen? Alles vom Basketballspiel. Ich wusste nicht, dass hinter dieser Stahltür ein Garten ist. Was? Der wusste nicht, dass hier ein Garten ist? Die Tür ist verschlossen.
Okay, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Also ich hab's durchgespielt, das Spiel, aber es ist 20 Jahre her. Ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, ich habe es auch mal durchgespielt. Aber es, du hast ja gesagt, es ist ein relativ kurzes Spiel. Sogar 4 Stunden, drei, ja. 4 Stunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nicht bei meinem Gameplay. Nee, bei dir wahrscheinlich dann 7, 8. 8. Ja, so ein Faktor 2. Weil du bist ja auch immer so jemand, du analysierst noch das Laub, philosophierst über, was da auf diesen Flaschen steht. Ja, ich laber ein bisschen. Ab und zu lasse ich mich auch mal ablenken, genau. Und ich sitze gerne irgendwo im Dunkeln und warte. Ja, guck mal, mit dem Klebeband kannst du 2 Waffen miteinander verbinden. Genau. Das finde ich eine richtig schöne Idee. Ja, so eine Schrotflintenhake hätte ich auch gerne. Ja. Was hat er denn jetzt? Ach, vom Hausmeister die Knarre. Naja, es ist eine amerikanische Schule, insofern. Klar, da ist ganz normal. Moment, verbinde die Waffe und Taschenlampe. Schritt 1, genau. Halte LB-Taste gedrückt und aktiviere das Klebebandmenü. Okay. Klingt komplizierter als es ist, mach's einfach mal nach. Links hast dann du Richtungstaste, dann, aber da passiert bei mir gar nichts. Ach, wenn du, genau, links musst du jetzt quasi nach oben unten auf der auf dem. Achso, nach oben unten, ich habe rechts und links. So, jetzt und Klebeband rechts, und dann rechts A. Kommt gleich. Jetzt kommt rechts. Okay, und dann. Moment, nee, aktiviere Klebeband. Mal, ja, das ist ein bisschen unnötig kompliziert, aber jetzt kannst du die mehrfach Waffe drücken und dann jetzt die Taschenlampe. Nee, die Waffe. Ja, okay, so. Dann los. Nice. Oh, das sieht ja richtig gut aus, ne? Kenny ja, ist ein Bastler, von wegen der ist doof. Wie Kenny ist ein richtiger aussieht. Bastler. Das ist wahrscheinlich, also ich glaube, damit ist das Maximum seiner Kombinierfähigkeit ist da schon erschöpft. Merkwürdiges Wurzelwerk. Was war denn das gerade? Ist da bei dir auch so ein Gehirn vorbeigehuscht? Naja, es ist unter Tage. Oh. Da muss man. Das sieht hier schon eher so Silent Hill-mäßig aus. Es ist auch so ein bisschen Silent Hill-mäßig, so, Moment. Ja, was? Aber du würdest doch spätestens jetzt zurückgehen. Wenigstens hier denkst du dir, da gehe ich doch nicht durch. Ah, guck mal hier, ich kann so boosten, dann kann ich hier den Schlodder wegmachen. Ah, okay. Das hatte ich total vergessen. An der Temperaturanzeige kannst du ablesen, wie stark die Lampe überhitzt. Steht sie ganz hoch, warte, bis die Lampe abgekühlt ist, bevor du den Boost-Modus wiederverwendest. Ah ja. Ich habe auch vieles verdrängt. Wie gesagt, ewig her. War das ja ein bisschen wie Alan Wake auch. Die haben das ja ist so in die Kerbe, ja. Anleuchten und dann darfst du ballern. Was kann man hier? Kann ich hier noch... Spritzen seltsame Dinge. Nach Videospiellogik musst du die eigentlich direkt in den Hals jagen. Einfach jede Spritze wird direkt genommen. Kann ich nahkampfmäßig draufhauen, weißt du da was? Ja, verschieß deine Muni nicht, aber ich. Also nicht mit der Pistole. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Nahkampfwaffe gibt, ja. Na bestimmt irgendwas wie ein Baseballschläger. Woher kommt dieses Licht? Aber ich habe auch keine Untertitel, obwohl ich hier eingeschaltet habe, ne? Was könnte hinter dieser Tür sein? Auf jeden Fall ist sie verschlossen. Ich sage, die Kiste muss weg. Die Kiste ist unser Problem. Ja, die steht auch so auffällig. Ich muss erstmal gucken, dass ich... Du meinst das hier? Nee. Aber hier geht noch was. Also ich müsste jetzt bald dich finden. Zusammengekauert mit Todesangst in der Ecke. Also ich erwarte die ganze Zeit, dass deine Figur stirbt, um zu zeigen, dass die Situation wirklich bedrohlich ist. Und dann kommt... Ah, da bist du ja, Simon. Nein, oh! Haben Sie doch Mitleid, nein! Wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Bitte nicht! Hey! Bitte hey, ich werde dir nichts tun! Ich bin eindeutig. Hey. Oh, bist du auch drauf reingefallen? Worauf reingefallen? Kapierst du es nicht? Du musst ja verschwinden! Schnell! Okay, dann raus hier. Lass mich bitte nicht zurück! Auf keinen Fall! Er ist wahnsinnig! Versprochen! Aha. Muss mal gerade Player 80 loben. Der hat gerade bei mir so ein kleines Abogeddon veranstaltet. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich bin jetzt also der Glatzkopf. Ich habe auch hier ein kleines Abogeddon bekommen. Großes Dankeschön. Ja, ich versuche hier mich auf die Aufnahme zu konzentrieren, aber du kannst gerne den Leuten Dankeschön rüber schicken oder so. Es stört mich null. So, der befreite Schüler ist jetzt dein Teamkamerad. Mit Y ja, kannst du jederzeit die Steuerung übernehmen. Ja, drück mal A. Ich glaube, du musst A drücken, weil ich drücke schon die ganze Zeit. Okay, wenn ein Teamkamerad bei dir ist, kann ein zweiter Spieler dessen Steuerung übernehmen. Hierzu drückt der zweite Spieler die Pfeiltaste, genau, bestätigen. Habe ich gemacht. So, bist jetzt drin? Ja. Wow, hey, mein Junkie-Freund. Das ist ein Kellerkind. Bring mich an meinen WoW-Account. Das sind die 90er, Baby, da gab es kein WoW. Scheiße. Fuck. Hat hier immer eine Waffe verstanden. Oh, Game.
Aber du kannst ihn jetzt immer noch lenken, den Dude, ne? Ja, das läuft automatisch gerade. Er holt sich jetzt gerade eine Waffe. Hast du jetzt auch Klebeband oder muss ich hier was rüberrollen? Guter Punkt. Habe ich eine Waffe? Ja, du hast eine Waffe. Nee, aber ich habe kein Klebeband. Also du kannst es mir versuchen zu geben, aber ich nehme an, so weit haben sie nicht gedacht. Nee, so weit geht das nicht. Also mit RT, also wir können schießen mit RT, oder wie? Wie viel Munition hast du? Ich habe 15 Schuss. Ich habe 15 auch nur. Ich glaube, man muss hier schon ein bisschen absurviven, ne? Ich würde es jetzt auch nicht übertreiben. Vielleicht können wir an vielem auch vorbeirennen. Ach, ich glaube, oh, ja, da, hier. Ich leuchte. Ich leuchte, du schießt. Ja, warte. Schießen! Nimm das! Meine Taschenlampe ist überhitzt! Meine Taschenlampe ist über. Ich hab. Da unten ist ein kleiner Mann! Da unten ist irgend so ein Mund! Schieß den Mund ab! Okay, du musst weiter drauf schießen. Ich leuchte gleich wieder. Ich leuchte! Und jetzt schieß! Alter! Guck dir an! Was? Ich kann nicht schießen! Warum nicht? Ist doch RT oder nicht? Ne, L und R, ja, hast schon recht. Bei mir war es A, schießen. Mussten wir sterben? Ich sag ja, so endet doch immer das Intro. Oh mein Gott, wir mussten sterben. Du hast an Kenny nie geglaubt von Anfang an. Ich wusste von Anfang an, dass der stirbt. Meine Waffe hatte... Ich hab mich nur gewundert, dass du so attached warst. Die war beschädigt. Erzähl schon. Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen. Wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Was war denn los? Hat mich versetzt. Es reicht mir langsam mit deinem Bruder. Aber wenn er nicht bei dir war, vielleicht ist ihm... Glaubst du, ihm ist was passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Keine Trödelei. Der lässt uns keine Minute aus den Augen. Los, Beeilung! Mr. Garrison! Tore schließen! Zu spät komme in mein Büro! Ja, das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Setzt euch bitte das und seid still. Das sagt jemand in meinem Chat, das war gerade so ein bisschen Silent Hill-mäßig, die Musik. Hey, Ladies, warum seht ihr so bedrückt aus? Das ist sehr schön. Kenny ist verschwunden. Du weißt nicht zufällig, wo er ist, oder? Nein, habt die ganze Nacht an meinem Film gebastelt. Seit gestern Abend hat ihn keiner gesehen. Ich mach mir langsam Sorgen. Ich hab's. Aliens haben ihn auf ihr Schiff gebeamt, ihn zu Experimenten missbraucht und dann gekillt. Josh! Hinsetzen, junger Mann. In Ordnung. Heute beschäftigen wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Aber die Bullen sagen es meinen Eltern. Okay, genial. Mein erster echter Ermittlungsfall. Nichts funktioniert in der blöden Schule. In 5 Minuten müssen wir eh los. Hör auf damit, Josh. Das nervt. Komm schon. Wir müssen unsere Ermittlung doch dokumentieren. Psst, da ist jemand. Verschlossen. Okay, das ist nur der Hausmeister. Aber wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Dieser Tanga, ne? Ich habe eine alte Karte der Schule gefunden. Die können wir gut brauchen. Ich mache mir Sorgen um ihre Nieren. Ey, es ist kein Teamkamerad. Was? Warte mal. Wie kann ich das abbrechen? Ich kann das abbrechen. Ich kann mir jetzt hier einen Baseballschläger nehmen. Aber normalerweise also... Kann ich damit sagen, ich darf keine Frau spielen? Ah, mit einer Disc kann man speichern. Nee, du darfst keine Frau spielen, klar. Das ist ja unfassbar. Ich muss mich vielleicht jetzt für einen entscheiden, weißt du so? Wenn man uns erwischt, fliegen wir garantiert. Oder es wird eine sterben von beiden und ich krieg den Rest. Tür mit Fenster verschlossen. Ich glaube, wir müssen das Schloss. Guck ich halt ein bisschen zu. Ah, ich muss mich wirklich entscheiden. Nein. Okay. Das ist ja interessant. Ah, cool. Ah, ich kann die auch um Hilfe bitten und sowas. Ja gut. Jetzt müsstest du reinkommen. Ja. Weil normalerweise jetzt müsste eigentlich immer irgendjemand noch dabei sein. Irgendein Knecht haben wir jetzt immer dabei. So, ich darf mir gerade jetzt, ich habe hier so eine kleine Liste, verschiedene Zeugnisse, da kann ich mir gerade jemanden aussuchen. Ach echt, das ist ja cool. Drücke die Tastenziele und besonders. Guck mal, 85 geboren, die ist ja richtig alt. Um Tipps 86. Zu geben.
Also ich habe eine, die klug scheißt, die gibt die ganze Zeit Tipps, und dann habe ich eine, die hat einen Spezialangriff. Den werde ich mir antun. Ich bin Spezialangriff. Außerdem, der Tanga hat schon gewonnen. Der muss so wehtun. Kannst du nur mit einer Zange entfernen. Guck mal, wie hoch das Ding hängt. Ja, ne? Das sieht das bedrohlich ist richtig brutal. Aber die will halt die Nieren wärmen. Die hat Angst, dass sie... Du meinst also, der Streifen wärmt die Nieren, ja? Das ist vielleicht so eine Wärmflaschenstreifen. Jetzt okay, neu mit Thermalstreifen, ja. Kannst du das irgendwie knacken? Hast du die Fähigkeit, Sachen zu knacken? Ja, ich habe eine Spezialfähigkeit, aber welche weiß ich nicht. Ich kenne diese Frau seit zwei was zu erledigen. Minuten. So, was ist hier noch? Ach, mit A hau ich zu. Mit A hau ich zu. Auf jeden Fall schon mal nachkommen. Das sollte kein Problem sein. Kann ich nicht einfach das Ding mit dem Baseballschläger so... Nee, klappt nicht. Wir brauchen irgendwas, um das Schloss hier zu knacken. Oder hier vielleicht. Oh ja, da kann man zumindest schon mal was einsacken. Guck mal, du bist halt 5 Minuten eingesperrt. Der erste Gedanke ist harter Schulvandalismus. Naja, eine gute Gelegenheit, finde ich. Außerdem hast du den Baseballschläger. Ah! Oh, natürlich. Klar, Josh the Man. Oh, was habe ich denn hier? Was war das, eine Drahtspule? Ich guck's mir gleich an. Kannst du hier nicht so einen Swiffer holen, irgendwas? Jetzt als muss ich Waffe. Mal gucken, müssen wir immer zusammen oder kann ich auch alleine in den Raum? Nee, wir müssen immer zusammen. Das ist so noch konzipiert wie früher, dass man immer backe. Schau mal nach. Ist hier wirklich nichts mehr? Ah, nee. Nur die Spule? Der Swiffer da drüben, den kannst du als Waffe verwenden. Wenn ich in so einer Situation wäre, ne? Und ich renne schon mit einem Baseballschläger rum und schlag irgendwelche Verkaufsautomaten kaputt. Ach, guck mal, kannst du jetzt das Schloss knacken? Weil du hast ja Draht. Kannst du ja vielleicht irgendwas draus basteln? Das ist eine sehr gute Idee. Das sollte ich knacken können. Siehst du? Guck mal, hier Drahtrolle. Geht das bei dir? Kannst du auch bauen oder nur ich? Ich kann auch. Ah, okay, ja, du kannst auch, ja. Eine Drahtrolle. Hammer. Du bist halt richtig Ghetto, ne? Es funktioniert auch alles vor allen Dingen, dass es so intuitiv einfach läuft. Das ist man gar nicht mehr gewohnt von modernen Spielen. Hey, es ist wirklich ein ganz schön modernes Spiel, wenn man überlegt, wie alt es ist. Ah, die Musik. Ist irgendwie sehr theatralisch, was hier abgeht. Hey, Gesang geht immer. Was ist das? Drücke Select, eine Karte. Ah! Schön Resident Evil Karte, genauso. Es sieht sogar fast so aus wie der erste Stock. Es ist so Resident Evil mäßig, ja. Was steht denn hier? No. Just say no. Guck mal, auch da schon eine Message, ne? Kann man auf alles von heute übertragen. Lerne, Nein zu sagen. Ja, aber Nein zu was? Ja, nein zu Drogen, zu... Was? Das entscheide ich, wozu ich Nein sage. Ja. Du kannst entscheiden, wozu du Nein sagst. Was ist das denn, der Boden? Da hat jemand aber böse Durchfall, du. Ja, das ist ganz schlimmes Silent Hill Gepilze. Kann man da irgendwas finden? Oh, ich hab was an der Graffiti. Wand gefunden. Your mama is so fat, she broke the family tree. Was? Okay. Alright. Deine Mutter ist so dick, die hat den Stammbaum zerbrochen. Ja gut, dann haben wir hier noch die Girls. Da ist jetzt bestimmt super sauber drin. Obwohl, statistisch gesehen, sollen die Herrentoiletten sauberer sein. Habe ich auch schon gehört, aber da darf man ja nicht drüber sprechen. Aber guck mal, sieht schon wild aus hier drin. Ja, sieht genauso wild aus wie bei den Kerlen. Oh. Na, bei uns war noch Schimmel. Ja, aber das sieht auch nicht gut aus. Du brauchst hier. Werkzeug. Da oben die Ecke, das ist doch Schimmel. Du brauchst Werkzeug. Das ist guter alter Schulschimmel. Ja, wir brauchen ein Werkzeug. Aber was denn? Draht. Soll ich es nochmal probieren? Ja. Mit dem Draht? Versuch's mal. Der heiße Draht. Ich brauche Hilfe, um zu diesem... Ja, du bist doch schon da. Zum Öffnen brauche ich ein Werkzeug. Wie kommen wir denn jetzt weg? Zum Öffnen brauchst du ein Werkzeug. Und wie kommen wir da jetzt wieder weg? Ich wollte gerade sagen, du hältst mich einfach nur gerne. Ich weiß nicht, wie ich dich loslassen kann. Kannst du irgendwie von mir runterspringen? Ich drück mal alles. Okay. Okay. Tatsächlich. Okay, warte. Hier war das Ding. Wir brauchen also irgendein Werkzeug. Hier stinkt's gewaltig. Was steht da? This guy is crazy, they are among us. Ja, so komisch. Keine Ahnung, wer diese Poster... Moment, was steht da? Keine Ahnung, wer diese Poster aufgehängt hat, aber der Typ glaubt ernstlich, dass wir von Außerirdischen angegriffen werden.
Noch so ein Verrückter. Aber ernstlich habe ich noch nie gehört. Hast du schon mal das Wort ernstlich gehört? Nee, ist ein bisschen... Gibt's das? Existiert das Wort ernstlich? Ich glaube ja. Doch, echt, Chat? Könnt ihr uns bitte beraten? Ernstlich habe ich noch nie gehört. Das geht mich nichts an. Okay. Guck mal, hier ist Klebeband. Könnte ich jetzt Klebeband mit Baseballschläger gleich Stachelknüppel? Na, du fehlen die Stacheln. Aber wir haben doch Draht. Kannst. Ja, aber den habe ich. Ja, aber wir teilen uns doch einen Beutel. Ach ja, ist das wirklich so? Das ist doch der, klar, Gemeinschaftsbeutel. Wir langen beide in denselben Sack rein. Ah, nee, Lügner. Ja, natürlich, siehst doch, du doch. Ich habe das Klebeband jetzt auch. Das heißt, ich könnte mir jetzt... Aber du hast keinen Baseballknüppel. Ja, ich wollte es mit der Pistole kombinieren, aber habe ich ja gar nicht mehr. Guck mal, hier. Okay. Von innen verschlossen. Da kannst du aber nicht zaubern, oder? Mit deinem Draht, mit deinem Zauberdraht hier drüben. Weil ich Hexe bin oder was? Weil ich nur, weil ich Frau bin. Naja, ich kann mal gucken, ob ich mit dem Draht irgendwas machen kann. Moment. Dann haben wir hier noch was abgeschlossen. Oder? Vielleicht kannst du hier noch auf der anderen Seite irgendwas machen. Nee. Es geht wirklich nur da, wo... Hier gibt's nichts mehr zu holen. Er sagt auch, hier gibt's nichts mehr zu holen. Das ist durch. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Hier hoch, lass mal hochgehen. Das erinnert mich echt an die gute alte Zeit, wo man noch so auf einer Konsole gedaddelt hat, ne? Ja, aber ich fühle mich ein bisschen wie Knuckles. Ach guck mal, da bist ja du. Sonic und, oder bei, wie Tails, bei Sonic and Tails, der da immer nur mitfliegen darf. Anzeige für das Schönheitscenter. Tja. Das bist doch du, oder? Die hat auf jeden Fall deine Klamotten an. Das bin ich. Ach ja, das bin ich, sagt Ach, sie. Ach du Scheiße. Dass sie das auch sagt. Dass du das erkannt hast, weil sie hat ja hier einen Zopf. Ja, den Tanga, den erkenne ich sofort. Ja. Markenzeichen. Tür mit Fenster. Einmal, da muss der Mann ran, ne? Für grobe Gewalt und primitives Handeln. Eine Karte von Spanien, warum auch immer die in der Schule hängt. Ja, aber guck mal, immerhin erkennt er sie. Da hat ja die Bildung doch ein bisschen was gebracht. Das stimmt. Du, ich glaube, aufschieben, oder? Ist wahrscheinlich so ein Schiebe. Echt? Kann man das rumschieben? Egal. Bei der Renovierungsarbeit ist ein Schraubendreher in diesem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen. Vielen Dank, Mr. Garrison von South Park mit seiner kleinen Handpuppe. Ich wette, dass... In der Aktentasche. Nee, doch nicht. Hier, wow, Alter. Ja, du bist ja ein Genie. Das muss die Frau machen. Das wieder, kann nur die Frau. Ich kann es gar nicht. Ich könnte mir einen Splitter holen in meine Modelhände. Mann, wir brauchen aber auch lang. Ich bin Handmodel. Freigelegt? Bis jetzt noch nicht. Ja, doch, irgendwas da unten vielleicht. Ja, da sehe ich was. Alter, das hätten sie. Das würde in heutigen Spielen nicht mehr so lange dauern. Nee, das wäre ein Push und das wäre weggekloppt. So, da haben wir den Schraubendreher. Brauchen wir den für was? Ach, für die Klappe. Du erinnerst dich in der Toilette. Ja, genau, Toilette. Ja, das hier, das Interessante ist, hier steht wirklich noch, Schraubendreher, weil in einigen Sachen steht hier noch Schraubenzieher und da gibt es ja diese alte Debatte, wie heißt es denn jetzt wirklich? Ja, ich finde, es heißt ein Schraubendreher. Ich hatte heute einen in der Hand, ich denke, es ist ein Dreher. Da, also Zieher, du kommt drückst sie auch rein. Ja, aber du ziehst also auch raus. Es ist gleichzeitig ein Schraubenzieher, aber auch ein das Schraubendrücker. Nicht wissen. Also ist, finde ich, Schraubenbeweger. 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 Möglichst kompliziert, bitte. Also die Mama vom Stammbaum, die ist gerade hier unterwegs. Ja, man hört's. Geil. Uff. Geil. Da fängt direkt der Kinderchor, ne? Die Entwickler genau wissen, dass wir jetzt den Schraubenbeweger haben. Die wissen das, ja. Was ist das für ein haariges Bein? Dieses Graffiti, hast du gesehen? Aber ja, woher kommt dieser Luftzug? Aber woher kommt dieser Luftzug, Simon? So, dann benutze ich ihn mal. Mein Gott, alles muss die Frau machen. Jetzt kann ich dich da durchschieben. Ich kann mir jetzt sagen, was ich tun soll. Denk nicht mal dran. Ah, Wahnsinn. Ist mir denn da durchgerutscht? Eingeölt. Und hier oben ist ein Limo. Gucken, wo wir sind. Ein Energy Drink, damit kann ich mich etwas erholen. Karte Select. Ah, andere Seite. Und noch dazu Einzelduschen. Die Zeitschrift Teachers. Ja.
10 Wege, um deine Studenten zu zähmen. Das kannst du heute nicht mehr drucken. Wie weitergeht. Insofern haben die noch ein paar andere Wege gefunden. Denkst du, das ist eine Verschwörung der Lehrer, dass sie irgendwie was in die Limo rühren? Was hab ich denn hier? Ich würde sagen, die machen sich einfach, wie es geht. Denkst du, da ist was drin? Da oben rechts ist die Kamera übrigens. Verfolgt ihr uns? Die ist abgeschlossen. Warte mal, ich lass mich mal. Ich hab einen Schlüssel gefunden, ne? Das ist zwecklos. Okay, der geht schon mal hier nicht. Ups, Hinweis, nee, die Moment, schon. Was ist das? Das. Ja, da ist der Draht und dann noch der Schraubenbeweger. Aber was war das gerade für ein Hinweis? Ach, du hast den auch. Ach, ich hatte den. Hinweis des Gesundheitsministeriums. Achtung! Der freie Verkauf von Energy Drinks beschleunigt den Austausch von Nervenimpulsen zwischen Gehirn und Muskeln und führt zu einem Anstieg der geistigen Leistungsfähigkeit. Vorsicht! Was steht denn? Vorsicht! Der Genuss von Energy Drinks führt bei den meisten Konsumenten zur Sucht. Bei einer fälligen Person erzeugt dieses Produkt schwere Kopf- und Darmschmerzen. Bei den meisten? Bei fast allen führt es zur Sucht. Ja, bei fast allen. Aus diesem Grund wird Folgendes angeordnet. Von heutigen Tag an ist der Verkauf und der Genuss von Energy Drinks an allen schulischen Einrichtungen verboten. Jeder Verstoß wird durch die geltenden Gesetze geahndet und zwar auf dieselbe Weise wie bei Rauschgifthändlern. Was? Das ist ein bisschen hart, oder? Nee, Todesstrafe. Das ist ein bisschen hart. Nee. 20 bis 30 Jahre einbuchten, dann, wie lernen sie es? Sonst lernen sie es nicht. Also bei dem Genuss von Energy Drinks tot durch Rauschmittel. Ja, einfach so viele, bis dein Herz explodiert. Glaubst du, es ist möglich? Stan ist ein total. Also ist möglich, ja. Stan the Man, der ist so ein bisschen der Bad Boy der Schule. Ich hoffe für sie, dass ihre Mahlzeiten besser sind als die im Speisesaal. Okay, wir sind jetzt hier im Lehrerbereich. Irgendwie mag ich es, dass ich außerhalb des Bildes hier immer hinterherlaufen muss, aber es ist schon teilweise auch ein bisschen. Man spielt wirklich nur die dritte Geige. Findest du echt? Naja, guck mal, du hast auch die ganzen tollen Fähigkeiten. Also jetzt mach dich mal nicht schlechter, als du bist. Ich kann nicht mit dem Draht Türen öffnen. Das ist mir verwehrt. Es wird Momente geben, da brauchst du meine Fähigkeiten, das ist wahr. Moment, die Tür von innen verschlossen. Lass mich mal bei so einer anderen Textmeldung mal probieren, ob ich die auch machen kann. Ich hab euch, wir haben ja, aber von innen, das bedeutet, wir müssen ja auf der anderen Seite sein. Ich will nur wissen, ob ich vielleicht mit dem Draht das durchstoßen kann. Nee, das glaube ich nicht, nee. Das steht, glaube ich, schon da. Den alten Schlüsseltrick. Unten eine Zeitung hin, oben den Schlüssel durchstoßen, das ist eines der ältesten Adventure-Rätsel. Echt? Also zumindest kenne ich das aus mehreren Spielen, ja. Okay, hier ist abgeschlossen, vielleicht, obwohl da kannst du auch nichts machen, ne? Nee, von innen verschlossen. Das ist, glaube ich, schon ein Hinweis da. Ach, warte mal, hier waren wir doch schon. Was haben wir denn jetzt Neues? Wir haben doch neue Schlüssel gefunden. Na, was sind das spannend. Denn für Schlüssel? Lass sie uns mal angucken. Kann man die überhaupt sich nochmal genauer angucken? Ja. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Das ist zwecklos. Und ein verrosteter, wo nichts draufsteht. Okay, wir müssen also... Aber waren wir nicht eben gerade im Lehrerzimmer? Ich hätte schwören können, da mit dieser Kaffeemühle und alles. Sollen wir da nochmal reingucken? Ja, dann haben wir da wirklich irgendwas übersehen. Ja. Das kann sein. Wo war das Lehrerzimmer? War das da hinten? Ne, es war hier vorne. Also hier waren wir doch im Lehrerzimmer. Ja, lass mal gucken. Wir sind natürlich auch so ein bisschen... Ja, genau, hier waren wir. Hier geht's ja auch noch runter. Ne, wir kamen ja von unten ursprünglich. Stan ist ein totaler Schwach. Ja, stimmt, dann sind guck mal hier. Raus, ja. Ja, aber du rennst ja auch wirklich so schnell durch, dass man da ja auch gar nichts angucken kann. Ah, okay, aber das ist... Auf jeden Fall relevant. Also das ist irgendein Archiv. Wir müssen wahrscheinlich ein Ventil finden. Psst, mach doch nicht so viel Lärm. Mach doch nicht so viel Lärm. Ich bin das nicht. Warte, was ist das hier? Ist das eine Notiz? Die sieht wichtig aus. Ausgestellt von Kabinett McSchmint. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme. Beschreibung der Arbeiten, Hauptgebäude. Also da werden einfach die Räume... Also die haben irgendwie geprüft und alles ist cool oder so. Das ist jetzt, was ich darunter verstehe. Hast du jetzt echt das so schnell überfliegen können? Ne, ich habe einfach mal rumgesappt. Okay. Gut, ich vertraue auf deine Überfliegungstaktik. Ich bin so wie in einem Horrorfilm, auch derjenige, der kein Interesse hat, das alles zu lesen und denkt, komm jetzt weiter. Ja, guck mal hier, das Ding muss bewegt werden und da hinten ist eine Tür. Genau. Irgendwo müssen wir noch so ein Drehrad finden. Finden wir das hier drin? Was meinst du? Haben wir jetzt eigentlich einen Schlüssel eingesetzt? Noch nicht. Nee. Aber hier rechts geht's ja noch weiter. Abgeschlossen.
Vielleicht kann ich hier jetzt wieder rumpopeln mit dem Ding. Aber ein Schlüssel passt ja nicht rein? Stimmt. Das ist zwecklos. Nee. Oh, wir können die Kamera wechseln. Echt? Wie geht das? Kann mal gucken. Nee, also zumindest nicht digital. Ah, Y. Ich glaube, wenn man Y drückt. Und jetzt? Verändert sich was. Ein Lehrer hat ein Notizbuch vergessen. Genau. Tolle Noten. Oh, so viele A's hätte ich gerne mal. Stan Jones ist auf jeden Fall meine neue Nemesis. Guck mal, Kenny war echt gut. Das war der, der gestorben ist. Der krasse. Der hatte vier A's. Der Glatzkopf oder der Jock? Nee, der Basketballer, der halt richtig buff war, ne? Stan Jones. Aber guck mal, Stan Jones ist doch der, wo Stans hier... Noten sind echt übel. Hä? Das ist Stan Jones. Die sind echt übel. Im positiven Sinne, weil hier der ja nur... Ah, hier ist der Stan the Man. Das ist eigentlich komisch. Unexcused Absence, aber... Ach, warum Moment, das, so das sind was keine A's, das sind gar keine Noten. Guck mal rüber, das ist D und FF hat Stan und eine ist nicht mehr eingetragen. Ja, okay, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich die Anwesenheit und Abwesenheit. Ach, jetzt bist du der Chef. Ah. Ach, das, so kann man das wechseln. So fühlt sich das also an, die dritte Person zu sein. Ja, was drückst du da, Y du? Oder wie? So. Nein! Ich regiere wieder. Moment, wir wollten noch nach unten gehen, ne? Ich weiß es nicht, aber wir wollten uns auf jeden Fall im Lehrerzimmer nochmal weiter umgucken, glaube ich. Und dann haben wir noch, unten. Haben wir noch den Schlüssel, der sieht eher so aus, als wäre der für ein kleines Schränkchen oder so. Was ist das hier? Dieser runde. Ah, verrosteter Schlüssel, guck mal. Den haben wir jetzt eingesetzt. Die Roten sind abwesend, sagt mein Chat. Ja gut, da haben wir das ein bisschen fallen. Wir sind erst unser erster Tag in dieser Schule. Wenn ich nur wüsste, nach welcher Regel man hier diese Drahtrolle benutzen kann, weil... Ich glaube, das steht dran. Ich glaube, das Spiel sagt dann sowas wie... Möchtest du jetzt drahten? Wo können wir denn noch hin? Also wir haben... Also den rostigen Schlüssel haben wir jetzt eingesetzt. Der ist weg. Oder... Sicher? Also ich habe ihn... Ja, ich habe ihn eben hier eingesetzt. Hier stand ganz kurz... Er ist noch da, aber ich habe ihn eingesetzt. Ja, die sollten verschwinden, wenn man die einmal benutzt hat. So, ja, aber das ist wie in Resident Evil. Die verschwinden ja auch nicht. Ja, aber da gibt es die Anfrage. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Möchtest du ihn wegwerfen? Waren wir hier schon drin? Ja, ja, waren wir auch schon. Hier war nur ein Item. Ja klar, bei Resident Evil kriegst du so eine... Vielleicht ist er ja nicht nutzlos. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch was. Waren wir hier schon drin? Von der Innenseite verschlossen? Ah, guck mal hier. Jetzt hat er wieder was aufgeschlossen. Da waren wir aber auch schon. Ach, jetzt haben wir eine Abkürzung gemacht. Ich verstehe, okay. Vielleicht werden wir irgendwann verfolgt und wir brauchen diese Abkürzung. Vielleicht, aber komm, jetzt geht's hier wieder ins Klo. Das sind die Lehrerduschen, wo er ganz neidisch darauf ist, dass die... Okay, zurück bringt nichts. Ja, hier sind wir ja rausgekommen. Wir könnten gleich nochmal auf der Karte gucken. Also der Chat bei mir sagt, ihr müsst ab ins Mädchenklo. Also müssen wir jetzt hier nochmal zurück... Gehen wir hier lang? Ne, hier ist besser. Hier ist besser. Die Schachtel hat sich doch bewegt. Ach, guck mal, da war Linken. Wo war der? Zur Linken? Oder wo? Der alte Ape. Da. Da müssen wir rein, ja. Aber... Das ist doch Quatsch, da waren wir doch. Da waren wir doch schon, ja. Da sind wir doch schon durch. Ihr müsst durch den Lüftungsschacht im Mädchenklo. Das haben wir schon gemacht. Da sind wir doch schon alt. Durch. Wir suchen ein Drehrad eigentlich für. Oh, was war das? Hast du gehört? Ich habe nur was brummen gehört, ja. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ja, aber da oben ist irgendein. Hau das Ding kann jetzt ich ein! Nicht. Kann ich nicht. Ah, jetzt. Oh mein Gott! Ja, du standst in meiner Schwungnähe. Hier, lass mal gerade gucken, ob da nicht irgendwas drin ist. Nee. Kannst wieder Y drücken. Warst du in meinem Schwungradius? Vielleicht nochmal zurücklaufen? Wir haben ja auch eine Karte. Merkmale. Hinweise. Was haben wir denn hier an Hinweisen? Guck mal, das ist vielleicht doch wichtig. Du hast es überflogen, ja, aber vielleicht sagt das Spiel... Mal, was ist denn daran so spannend? Werksabnahme. Okay, ja, hier 1000 Leute. Oktober abgenommen. Okay, 4 Jahre haben sie daran abgenommen.
hier, Gebäudegruppe mit den folgenden Bestandteilen. Ein Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Verwaltungsräumen, eine Bibliothek, eine Sporthalle, ein Schülerwohnheim, ein doppelter Speisesaal, ein Theater, eine Krankenstation und verschiedene Werkräume. Gibt uns das irgendwelche Infos, wo so ein Rat sein kann? Irgendwie nicht. Nee. Psst. Ich würde nochmal über die Karte gehen, ein Stockwerk höher und oben schauen, was die, oder halt auf der Karte ein Stockwerk höher gehen und gucken, was noch. Ja, aber hier ist nichts mehr, weil wir haben jetzt auch noch einen Schlüssel hier unten. Ja, wenn, dann kann es ja noch oben sein. Wo wart ihr? Stimmt, ihr habt ganz vergessen. Ich hab eine scheiß Angst um euch. Irgendwo muss eine alte Tür sein, zu der dieser rostige Schlüssel passt. Und du bist sicher, dass der den Schlüssel benutzt hat, ja? Ey, jetzt bin da ich stand ganz kurz rostiger Schlüssel. Ach, jetzt bist das ist du ja sie? Nicht, jetzt bin ich hier in dem roten Top, meine ich. Das ist ja interessant. Okay, aber wo passt jetzt der verdammte Schlüssel rein? Ja, da waren wir ja schon drin. Das ist ja diese Abstellkammer. Ja, ich wusste das natürlich. Aber sie war noch nicht drin. Ach, sie wollte sie auch mal von innen sehen. Die gebrauchten Dinge. Ja, sie ist die Schwester von Kenny, der tot ist. Wahrscheinlich tot. Vielleicht hat er ja auch irgendwie überlebt. Wir wissen es ja nicht. Ja, stimmt. Es kann gut sein, dass wir die noch treffen, ja. Okay. Ich denke... Ach, guck mal. Ein Schlüssel ist jetzt aber wirklich weg. Siehst du? Ja, aber dann, dann haben wir den rostigen. Eine weitere Tür. Können wir jetzt einmal auf der Karte... Ich kann es ja auch machen, aber einmal auf der Karte hochgucken. Ja, wir können... Moment. Wie komme ich hier? Machst du das? Ja. Ja. Geh nochmal ein Stockwerk höher, bitte. Auf der Karte geht das? Kann ich überhaupt höher? Nee. Okay, aber dann... Hä? Lass uns... Wie sind wir jetzt wieder hier reingekommen? Na, weil wir hier zurück zum Sammelplatz... Ach so, okay, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hochgehen und dann die Karte benutzen. Moment, da geht's ja nochmal hoch. Ach, guck. Ach, guck mal hier. Was ist das da oben? Ist das irgendein Deo, was du verwenden kannst? Farbeimer, Zement, Sachen zum Renovieren. Nichts Interessantes. Ah, dann habe ich jetzt den rostigen verwendet. Guck mal, ob er weg ist. Ja. Okay, ich habe übrigens keine Waffe. Naja, ich hab einen Knüppel. Ah! Simon, rette! Was? Nimm mir die! Ja, was soll ich denn machen? Soll ich sie angiften? Guck mal, die machen mich fertig, der beißt mir in den Fuß. Ich versuch's. Mach was. Hau sie um. Böser Hund. Ich ruf ganz laut. Hilfe. Böse Katze. Hilfe. Böse Katze! Ich hab halt einfach gar nichts. Schmeiß eine CD oder nimm den Schraubenbeweger. Aus dem Weg! Nice! Oh, Sonnenlicht! Mr. Warden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus! Schnell! Aber diese Dinger, da, was sind die? Ich weiß nicht. Aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Haben Sie sich verletzt? Ach nicht. Das Mindeste. Seht zu, dass ihr wegkommt. Aber ich suche Kenny. Er ist verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Aber wie? Alle Ausgänge sind dicht. Ich mache euch die Schullufttür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Ich glaube, wir sitzen jetzt so richtig tief in der Tinte. Ja, aber der Direktor hat doch damit irgendwas zu tun. Ah, guck mal, hier ist ein Knüppel. Ja, den will ich haben. Nimm mal den Knüppel da. Nimm Mr. Walters Knüppel. Mann. Kann man hier rein? Oder eine Metallstange. Einmal nochmal vielleicht alles so durchgucken. Sieht man eigentlich irgendwo eine Lebensenergie? Weil ich glaube, ich bin ganz schön... Na, der hat mich ja ein paar Mal getroffen. Nimm mal so einen Energy Drink. Meinst du, aber die sind auch illegal. Sie, der ist ja... Der, ist ja der Polizist. hat er gesagt. Ah. Ja der Lehrer. Super. Kannst du das jetzt einschlagen? Ist hier oder schon. Hier? Nee. Kann nur ein echter Erwachsener. Wir sind ja noch Kinder. Na, ich glaube, das kommt schon noch. Meinst du wirklich? Ich glaube, das wird ein wichtiges Gameplay-Element, das Licht. Naja, der Schimmel mag ja Licht nicht. So, der hat uns jetzt unten die Schulhofpforte aufgeschlossen. Das wird auch Zeit. Ich bin auch so ein bisschen, jetzt wo ich ihn so sehe, mit dieser komischen Schmalzlocke da vorne... Nee, geht nicht. Vielleicht hinten rum? Nicht aufgeschlossen. Morgen hat das Erdgeschoss geöffnet. Wir sind endlich frei. Okay, aber eben gerade hat er gemeint, wir sind frei. Da vielleicht. Hinten rum. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein Leon S. Kennedy.
So ein kleines bisschen. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab! Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich ruf grad die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit! Ich hab so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder, du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich hab keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Ja, wir haben keine Wahl. Sag mal, wie geht denn speichern? Soll ich mal hier speichern? Ja, stimmt. Haben wir noch gar nicht gemacht, bevor wir wirklich... Bevor jetzt irgendwas abschreckt. Ja, wir verrecken oder irgendwie das Spiel rauscht ab. Das wäre schon ätzend. Was ist denn das hier? Ist das irgendeine Notiz? Kann man nicht anklicken. Na, guck mal, hier geht's irgendwie weiter. Hier habe ich was gefunden. Aber das war, glaube ich, ein Hit sogar, das Spiel. So ein geheimer Hit, weil dann haben sie ja sehr schnell einen zweiten nachgeliefert. Mhm. Und dann kam nichts mehr, leider. Dann kam nichts mehr, nee. Das ist, glaube ich, ein Konami-Spiel, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe kein Konami gesehen, aber es könnte schon sein, dass die es gepublished haben. Ich weiß, dass sie noch was sagen. Sie haben nichts draus gemacht. Aus der Reihe. Man hätte das wunderbar bis ins Jetzt retten können. Schon. Ich meine, heute übernimmt sowas dann Until Dawn oder so, solche Reihen. Also ich finde aber auch, so Art von Spiele sind leider irgendwie ausgestorben. Da gibt es echt wenig. Wir hatten nochmal so ein bisschen so ein Kram mit The Evil Within, was ich eigentlich auch sehr cool fand. Aber so diese Art von Spiele gibt es nicht mehr so viele. Nicht mehr so viele. Es gibt vor allen Dingen viel, was sich dann an Resident Evil orientiert oder einfach nur ein Klon ist oder ganz viele Amnesia-Spiele. Kann man hier rein? Im Haus spielen. Nee. Ja, nee, geht nicht. Also mir fehlt auch sowas wie hier, vor allen Dingen mit Koop, auch Resident Evil Outbreak. Entschuldigung. Resident Evil Outbreak ist ja auch so ähnlich. Sowas vermisse ich schon ein bisschen. Ja, leider ist der Koop so ein bisschen gestorben, aber im Moment kommt ja allgemein nichts, ne? Muss man auch noch sagen. Im Moment ist der Spielemarkt sehr, sehr trocken. Kann man auch mal sowas spielen. Naja, im September kommt eigentlich auch nichts raus. Jetzt hier Last of Us Remake. Im November kommt alles. Ja, wieder alles im November. Ne? Und dann im Februar. Ja, leider. Dann im Februar. Was? Wo müssen wir hin? Verwaltung. Dafür müssen wir anscheinend runter. Ja, Karte ist eigentlich schwer zu lesen. Friedmans Büro ist im Westflügel der Schule. Ah, das ist übrigens ihr Skill, ab und zu mal ein bisschen klugscheißern. Achso, sie kann mir also sagen, ey, lauf mal dahin. Ja, sie sagt dann halt, sie redet mit sich selbst. Friedmans Büro ist im Westflügel der Schule. Das drückst du da irgendwas oder nuschelt sie einfach drauf los? Moment, ey, sobald die Kamera wechselt, verändert sich auch mein Laufweg. Ich drück dazu R2. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Irgendwas. Ja, aber guck mal, ich kann nur das. Hier gibt's nichts mehr zu holen, das ist mein Satz. Ah, der erkennt, wenn's was hier zu holen gibt's nichts mehr für uns. Ah, der hat so eine Art Loot-Auge, ne? Warte mal, jetzt gehe ich auf die Karte. Guck mal, jetzt müssen wir hier irgendwie lang, vielleicht die Tür da vorne? Hier gibt's nichts mehr für uns. Ich bin halt der aber auch sehr deprimierend ist, weil ich die Leute immer dazu... Ich enttäusche sie quasi, indem ich ihnen sage, ja, sorry Leute, hier gibt's nichts mehr. So, das ist doch jetzt hier Friedmans Büro. Oder ja, nicht? Ja, dein Charakter ist so ein Loot-Pessimist. Ja, dann sind wir doch richtig. Warte. Ja. Klassenzimmer. Herrje, was ist bloß los in dieser Achtung, Schule? Achtung, Vorsicht, ich schwinge! Ja. Das ist das Zimmer von meinem Bruder. Das ist so cool, dass man sich im Kampf auch verletzen kann scheinbar. Das ist schon irgendwie eine gute Idee. Max ist, wenn Teamschaden an ist, ne? Guck mal hier, Trophäen, ich war nie ein Sportler. Kann ich nicht leiden. Ich habe eine Karte gefunden, wahrscheinlich hier von der Ecke, ne? Ja, aber hier mal alles. Ja, loot mal alles leer. Und alles zerstören. Kannst ja auch draufhauen jetzt. Weil wir brauchen Limo. Ey, sie klaut nicht. Wenn wir etwas Trinkbares wollen, müssen wir dafür bezahlen. Was? Okay. Was bist du denn für eine? Ich dachte schon, nur meine macht es nicht. Tiger vs. Sharks. Was ist das denn hier? Eine Waffe. Das verbessert unsere Chancen. Finders Keepers, würde ich sagen. Kannst du haben. Ach nee, ich muss sie verwenden anscheinend, oder? Ah nee, du kannst sie auch nehmen.
Ja, meine Waffe beim Anfang hatte ja irgendwelche Ladehemmung. Ah, Taschenlampe. Ja. Hier ist noch was zu erledigen. Warte mal, halte. Ich habe schon eine, oder nicht? Nee, auch nicht. Ich habe keine. Ich kann die aber auch nicht nehmen. Moment, hier wird hier gerade noch... Ja, Alter, hör doch mal auf mit dem Tutorial. Ich habe doch gar nichts gemacht, das warst du. Nein, ich rede mit dem Spiel. Jetzt musst du irgendwie B drücken. Ja, ich weiß, aber warum... Es lässt sich halt nicht los. So, okay, jetzt. Boah. Willst du? Nimm mal. Sehr gut. Kann ich die an meinen Baseballknüppel irgendwie machen? Ich weiß, unnötig, aber einfach nur, weil ich es kann, so. Das würde ich halt geil finden, so ein Spiel, wo du wirklich alles zusammenknüppeln kannst. Nee, es geht nicht. Ich kann mich erinnern, da kommt doch jetzt demnächst so eine Art Bioshock in lustig oder so, wo du auch ganz viel kombinieren kannst, wo du dir lustige Waffen. Du meinst Atomic Heart? Vielleicht war es Atomic Heart, aber ich weiß gerade nicht genau. Vielleicht war es auch so ein typischer Dying Light Clone, irgend sowas in die Art. Ach, du meinst Dead Island 2? Nee, ich meine nicht Dead Island 2, aber da geht sowas vielleicht auch. Ja, da geht's definitiv. Das ist das Kernelement von Dead Island und Dying Light. Moment, kein Problem, heißt es wieder, das ist ja auch der Satz, den man sagt, wenn Tanga Lady was auffriemelt. Aber jetzt braucht man ja eine Taschenlampe. Friedman ist hier im Gebäude. Ich bräuchte halt auch eine Knarre, ich finde, wir brauchen zwei Knarren. Kein Tipp, Friedman ist hier im Gebäude. Ja klar ist er hier im Gebäude. Kannst du die aufschießen? Aber ich schlage erstmal dagegen, Achtung. Versuch mal dagegen zu hauen, ja. Nee. Oh. Also sie visiert es nicht an. Kannst du dich ein bisschen drehen? Na, normalerweise müsste sie es anvisieren, damit ich mit da B? Mich treffe. Mit B? Ja, mit B, genau. Macht sie nicht. Nee. Soll ich trotzdem schießen? Ja. Wir müssen diese Kette aufbrechen. Wir brauchen einen Bolzenschneider oder Säure. Okay, oder Säure, wow. Also dieses Tipp-Feature finde ich eigentlich ganz cool. Ganz locker, Heisenberg. Der Chat hat recht, Scorn. Ach, Scorn. Da freust du dich schon drauf? Ey, ich glaube, es wird gut. Ich bin da sehr kritisch. Naja, es wird atmosphärisch. Ich erwarte jetzt. Denkst du, es wird auch. Aber denkst du, das hookt dann auch für mehrere Stunden durch Geschlechtsteile durchzulaufen? Ich weiß ja nicht. Naja. Das jetzt. Oh mein Gott. Ey, ich sehe ja nichts. Die Fenster! Hau die Fenster auf! Ah, ja, genau. Lass mich. Genau. Ich muss! Denn nicht auf mich schießen! Spar Munition, eher die Fenster! Hör auf, die umzusehen! Lock sie ins Licht! Echt einfach! Lock sie ins Licht! Sehen wir uns mal um! Oh. Okay. Schlag alles kaputt! Sehen wir uns mal um! Ey, weißt du, wie schwer das ist, das Ding, die Olle zu steuern, wenn quasi die Kamera ständig auf jemand anderen fixiert ist? Das ist sehr, sehr verwirrend. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Erstmal SO4, Schwefelsäure. Damit sollte ich lieber gut aufpassen. Magst du die Serie IT Crowd? Hab ich mal eine Weile geguckt, ja. Kennst du die Folge, wo sie... Ich kann da nichts mitnehmen. Kennst du die Folge, wo sie in der Oper sind? Moment. Was war das? Nee, glaub nicht. Es ist die erste Staffel, ich habe nur die erste. Oh, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das ist. Das sind in der Oper und Mords landet irgendwie im Kellnerteam und der andere will auf Toilette und weil die Toilette irgendwie voll ist oder er sich unwohl fühlt, wenn andere Leute auch ins Klo reingeht, geht er aufs Behindertenklo und weil er aber nicht enttarnt werden will, dass er als nicht behinderter Mann das Behindertenklo verwendet, tut er so, als wäre er behindert. Oh nein. Und das wird so cringe. Dann gibt es diese Szene, wo Jen dann sagt, oh mein Gott, sie sind im Rollstuhl, weil sie tut so, als würde sie ihn nicht kennen und dann sagt er, ja. Und dann sagt sie, wie ist das denn passiert? In einem Skiurlaub. Wie genau? Säure? Ach, Säure. Aber wie er das halt sagt, Säure? Er sagt halt wirklich so, Säure. In einem Skiurlaub mit Säure. Ey, ich glaube, wir können hier nichts mehr einsammeln. Echt? Wir brauchen ein Behältnis für die Säure. Okay. Laut Chat haben wir den Raum ausgelassen. Das kann gut sein. Weil wir uns ausgelassen unterhalten haben. Dann sehen wir uns mal um. Ist das hier dann mit dem Spind? Kannst du nur so... Das ist ein Feature, ne? Das war damals, waren sie ganz stolz mit echten wackelnden Spindtüren. Gibt's nur hier in Obscure. Hier, waren wir hier? Waren wir hier? Nee, abgeschlossen. Ja. Aber er sagt ja bei einem so diesen Spruch. Sehen wir uns mal um. Jetzt gehst du ja hier rein. Da waren wir ja schon. Da waren wir eben schon, ne? Ja. Ja, dann zurück. Sehen wir uns mal um. Sind wir verletzt? Weil es blinkt hier immer so leicht rot auf. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Guck mal, da muss eigentlich die andere Lady ran. Oder war hier ein Säurebehälter drin? Das war die Abstellkammer. Hier gibt's nichts mehr für uns. Nee. Na, okay, aber eigentlich sollte man hier sowas erwarten, ja.
Wie wär's, wenn wir zurückgehen? Wir swappen, oder kann man hier irgendwie... Über die Karte, ja. Jetzt muss ich aber gerade mal... Kannst du hier dann direkt wechseln? Ich kann hier gar nichts machen. Aber du hast es doch ausgewählt. Warte nee, mal. Du machst es gerade. Okay, wie habe ich das nochmal... Ah ja, hier. Und ihr jetzt geht's wieder hin. Zeit gelassen. Was macht... Warte mal, jetzt muss ich weiß halt nicht, wie ich wechsle. Start, bestätigen. Ja, aber wie hast du denn... Okay, gehen wir. Ah, ich muss sie wählen? Jetzt? Ah, so ist es, ja. Nein, bin ich jetzt da? Nee, Moment, jetzt bin ich da. Du musst... Genau. Ja. Moment, warte, aber jetzt, hast du jetzt hat sie kein Rohr mehr. Sie hat jetzt keine Waffe. Kannst du da irgendwas machen? Oh, ist ja furchtbar. Ja, ich habe Drahtrolle und den Kram, ne? Den kann ich aber du kannst machen, keine Pistole oder sowas von ihr jetzt übernehmen. Naja, ich glaube... Nee. Kannst du nochmal auf sie wechseln, auf die andere? Ja, einen Augenblick. Ja, ich guck mal. Wenn du wissen, ob man die Waffe vielleicht übergeben kann. Oder du musst sie einfach weglegen, vielleicht. Warte, ich muss. Jetzt habe ich eine Taschenlampe. Shannon. Jetzt bin ich Shannon? Ja, gut, das passt eigentlich auch. Na, aber jetzt hast du ja noch weniger Waffen. Jetzt haben wir ja irgendwie gar nichts. Stimmt, hast du auch wieder recht. Warte mal. Aber ich hab hier kannst du sie anklicken? Klick du sie mal an. Die Shannon. Ja, scheinbar kann ich da einfach so wechseln, ja, wie so Ping-Pong, aber... Ja, aber da kannst du jetzt ein Inventar, oder nicht? Ich meine, das hab ich aber... Jetzt bin ich verwirrt, du. Ey, meine... Ach so, die Waffen sind ja rechts, ne? Ich hab ja, eine Pistole, alles ablegen? Drin. Okay, dann nimm mal die Waffe weg. Ah ne, du bist ja der Dude, dann bleib du mal da. Ja, aber ich hab jetzt alles. Du musst jetzt... Nein, wir haben, glaube ich, alles. Drück mal sie hat RB. Nö, stimmt. Sie hat halt jetzt irgendwie anderen Nein, Kram. Du musst RB. RB. Ja, ich weiß, aber ich habe nichts. Scroll mal. Das wird ja hier rechts angezeigt. Ich habe nichts. Kann ich dir irgendwas zudealen? Wie hast du es jetzt geschafft, alle Waffen ich zu haben? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann dir... Also, du kannst halt ich höchstens versuchen, nicht. Mit mir irgendwie zu interagieren, aber... Geben. Aha. Okay, das ist schon mal ganz gut. Die kann ich nämlich kombinieren mit dem Klebeband. Brauche ich nur... Ich bin der Knüppelboy und du bist die Person, die halt leuchtet. Ne? Ja, aber das ist gut, weil Leuchten ist auch wichtig. Leuchten ist super wichtig. Und du kannst ja auch schießen. Du bist ja nicht nur niederes Leuchtnutztier, sondern du kannst ja auch drauf schießen. Ja. Warte mal, hier... Sind wir hier richtig? Wir müssen irgendwie hier komplett runter, ne? Ich habe jetzt auch keine Orientierung. Ich hole dich mal ab. Ich glaube, wir müssen hier so quer rüber. Wo sind die denn hin? Ja, hier sind wir richtig. Ich weiß jetzt nicht, was ihre Fähigkeit ist, aber... Kann man sprinten? Hier gibt's nichts mehr für normalerweise mit R1, aber die sprinten ja irgendwie schon. Warte mal, hier können wir nicht durch. Wir müssen hier... Ja, ist halt ein altes Spiel. Da merkst du halt, dass es einfach alt ist, ne, an so Sachen. Ja, lass mal die Karte benutzen. Wir machen zu wenig Karte, glaube ich. Ne, wir haben doch jetzt die Karte. Ja, aber wir klicken ja nie hin. Wir müssen mal mehr auf die Karte. Was geht schon wieder los? Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Hä? Okay, wir müssen hier rein, jetzt musst du die Tür öffnen. Ich wollte die Karte aufmachen, jetzt habe ich kurz gequittet. So. So, hier war irgendwo die Tür. Hier, die hier. Die musst du aufmachen. Die Boys-Tür. Ja, braucht der Mann die Hilfe der Knackerin. Oh, hörst du das? Oh, wow, wow, what? Ja. Achtung, mach mal hier ein bisschen genau, Mama Rabatz. Du hast die Lampe. Ich brauche auf jeden Fall danach ein Getränk. Ja. Gegen die schweren Verletzungen. Hier sieht man nicht mal Moment. Die Hand vor Augen. Ach, du hast es ja schon. Oh, guck mal hier. Das ist doch mal, glaubwürdiger. Nicht immer nur mit Limo. Was können wir denn hier finden? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Was? Hier gibt's nichts mehr? Es war nur dieser Verbandskasten. Ja, aber immerhin. So, wir suchen weiterhin was für die Säure. Okay, wo könnte das denn sein? Guck mal hier. Wir haben Klassenzimmer. Das ist unser Ziel. Ja, so ein Chemielabor oder sowas sehe ich hier nicht. Waren wir? Hier ist Ende.
Ja. Hier ist noch was, ich weiß das. Hier ist noch was, ich weiß das, sagt er. Ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Da ist auf jeden Fall Action. Leuchte drauf. Oder so. Wie leuchtet? Ist das hier leuchtet? Mit also, R1 oder sowas. Kannst du nochmal drauf leuchten, dann wird auch so ein Balken irgendwo. Ich muss es noch manuell. Ich weiß, ja, dass hier noch was sein muss. Aber er sagt die ganze Zeit, hier muss irgendwas noch sein. Wo sind sie? Ich will kämpfen. Und du willst Blut. Ach, guck mal hier. Cool. Wow. Ach, geil. Gut. Alu-Baseballschläger, den nehme ich mal direkt. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, das war's. Hier gibt's nichts mehr für uns. Waren wir hier drin? Hörst du das? Ja, ne? Ja. Oh. Ist das nicht Stan the Man? Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Und hier, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster. Ist voll die Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Also die Schule ist komplett leer, ne? Also. Soll ich nicht mitkommen? Ich habe einen Pappbecher genommen. Yes, Säure im Pappbecher. Ja. Das ist die Taktik. Ja, wenn das klappt, ja. Aber du kannst jetzt auch ihn wählen, ne? Glaube ich. Jetzt habe ich mich gerade so an sie gewöhnt. Das Schloss kriege ich hier. Hier kannst du was aufmachen. Ach, guck mal. Wenn du rangehst, siehst du immer, das Schloss blinkt so leicht auf. Das sollte kein Problem für mich sein. Du kannst mit deinem Draht ran. Stan könnte das schneller als ich. Master of Unlocking. Stan könnte das schneller als ich. Ach, sieh an. Er hat die kriminelle Ader. Er hat die kriminelle Ader, ja. Nichts seltsames Verschwinden. Leave More High School steht. Willst du vorlesen? Komm, mach. Seltsames Verschwinden. Die Leave More High School steht wieder einmal im Mittelpunkt der Diskussionen. Montagnacht verschwand Greg Anderson, ein Schüler im zweiten Highschool-Jahr. Nach dem Unterricht bemerkten seine Freunde im Schülerwohnheim seine Abwesenheit. Er klagte über Unwohlsein und begab sich zur Krankenstation. Dort wurde er zum letzten Mal gesehen. Noch ein Schüler verschwunden. Die Liste der verschwundenen Schüler aus Leafmore wird länger und länger. Das neueste Opfer heißt Tom Machoist. Die Polizei hat derzeit keine greifbaren Spuren. Zahlreiche Eltern haben entschieden, ihre Kinder von der Schule zu nehmen. Innerhalb von 5 Jahren sind sage und schreibe 12 Schüler verschwunden. Und bislang gibt es noch keine Spuren. Leafmore-Affäre. Die Polizei reagiert. In der Leafmore-Vermissten-Affäre hat die Polizei neue Maßnahmen ergriffen. Am letzten Donnerstag verschwand Richard Craig als mittlerweile 16. Schüler. Diskussion in Leafmore. Aber was macht die Polizei? Wann wird endlich die Schule geschlossen? Fragt Mr. Flint, als er das Polizeipräsidium verlässt, indem er das Verschwinden seines Sohns Harry gemeldet hat. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Direktor der Schule, Mr. Friedman, stellte sich heute Vormittag der Presse. Es scheint, dass dieser Verrückte, der unser Geländeheim sucht, nur an den Schülern im Wohnheim interessiert ist. Wir haben daher in Übereinstimmung mit den Gesetzeshütern beschlossen, die Schule zu schließen, bis wieder Ruhe einkehrt. Ja, doch. Schließung des Leafmore Schülerwohnheims. 3 Jahre nach den letzten vermissten Fällen in Leafmore, die allesamt nicht gelöst wurden, hat Herbert Friedman, Rektor der Highschool, offiziell verkündet, dass die Normalität wiederhergestellt sei. Der Täter ist zwar immer noch nicht gefasst, aber die Schließung des Schülerwohnheims hat scheinbar den Tatendrang dieses Geisteskranken, der für die vermissten Fälle verantwortlich ist, gestoppt. Ja, aussitzen nennt man das. Ja, das einfach haben die gut aussitzen. Gelöst, haben sie gut gelöst. Einfach 3 Jahre nichts machen und wenn dann keiner mehr weg ist, passt. Und die 16 Schüler, die halt verschwunden sind, das nennt man Verschleiß. Ich habe 3 Pappbecher genommen. Ich sagen, das müsste genügen. Ob jetzt eine Schulklasse mehr oder weniger. Ja. Ich gehe zum Treffpunkt. Man muss ja auch mal an die Lehrer denken. Das stimmt. Ja dann auch einfach. Es ist ja eine Entlastung, genau. So, wo war jetzt die Säure? Die war irgendwo da hinten, ne? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja, ganz hinten links. Ich glaube, die laufen in diesen. Oh Gott! Ah. Oh shit, okay, ich leuchte. Und schießen! Oh, hinter uns ist auch irgendwas. Ah, nee, das ist dieses Vieh. Dass der Schmodder weg ist. Siehst du, der Schmodder ist noch da. Ja, aber du musst anschmuddern mit R1. So, bis es so charged. Du leuchtest nicht richtig. Okay,
Okay. Also der rechte Controller-Stick reindrücken. Ach, reindrücken? Ja, ja, ich jetzt. Dachte, du meinst hier irgendwelche. Ey, was kommst du denn da ran? Er macht irgendwelche Spikes. Vorsicht, der spiket hier so ab. Ja, ich muss es tun. Ist klar, dass ich mich nicht sehe, ne? Wenn du so nah ran bist. Oh, Entschuldigung. Kann dir halt. Du musst warten, bis dieser Nebel weg ist. Au. Sonst bringen deine Schläge nichts, glaube ich. Und ich muss. Oh, ich bin hart verkrüppelt. Ja, gönn dir. Ich brauche auch gleich mal. Ich glaube, ich kann ihn halt fernhalten. Alter, was für ein Typ, ey. Bist du aus Elden Ring? Geh mal ein bisschen näher ran, dann. Ja, ich ran und knüppel. Wie gesagt, das ist nicht so. Jetzt zum Beispiel geht's. Ah, da ist irgendwas abgebrochen. Du musst warten, du musst dich wirklich an mich timen, so ein bisschen. Ja, guck mal, wir drängen in die Ecke. Dann kann er ja. Wow, ich bin tot. Ja, siehst du, weil du zu gierig bist, du alter Gierschlund. Kannst du mich irgendwie wiederbeleben, mir eine Limo in den Mund schütten oder sowas? Zieh dich lieber mal zurück. Aber warum schießt er nicht drauf, wenn er entpestet ist? Vorsicht, Vorsicht, jetzt hier. Zieh dich mal zurück und heil dich. Diese Bodenstacheln, die kriegen mich. Zurückziehen halt und heilen, wir haben lange nicht gespeichert. Also soll ich dich einfach liegen lassen? Ja, lass mich einfach liegen. Uiuiuiui, versuch dich erstmal zu heilen. Na, der dümmste Raum. Okay, gerade mal gucken. Ups, nee, so nicht. Da sind die Items. Genau, nimm erstmal eine Limo. Wobei. Ich probiere mal einen Energy Drink. Ja, nimm erstmal Limos. Kannst du schon wieder? Ja, besser. Vielleicht kannst du zu mir hinrennen. Zwei Schüsse habe ich noch. Oh Mann, ey. Kannst du durchladen? LT und X vielleicht? Moment. Du musst das Vieh jetzt kaputt schießen. Sehr gut. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Schaden mache, wenn dieser Nebel noch da ist. Ja. Wollte ich nicht. Moment. Ich kann doch einfach speichern. Ja, dann speicher mal. Genau, speicher mal. Wollten wir doch eigentlich. Könntest du jetzt nicht einfach Stan holen? Ich werde Stan. Warte mal, wie kann ich denn speichern mit der CD? LB, ne? Eine CD und dann, ja. Genau, ja. Psst, hey! Fertig. Hui! Dankeschön, Katzentapser. Ach, heute haben wir Sonntag, ne? Hab ich irgendwie ganz vergessen. Okay, jetzt geht's los. Es geht los! Na, einfach draufschießen. Na siehste. Oh, das ging schnell. Ja, sag ich doch. Aber das mit dem R3 war auf jeden Fall hilfreich. Da habe ich leider ein bisschen. Weißt du, an was mich die Kreaturen ein bisschen erinnern? An ein sehr, sehr geiles Spiel, was ich nur jedem empfehlen kann: The Suffering. Ja, das ist auch schön. Schau mal, da ist dein Rucksack. Oh mein Gott, bin ich für immer tot? Ich glaube ja. Was? Echt? Da können die Schüler quasi. Ach, das wusstest du gar nicht. Ja, ja, mal, klar, mal, du kannst sterben. Ja, aber. Der ist weg. Der ist weg. Der Junge, der ist jetzt gestrichen. Du wolltest ja unbedingt so nah ran. Hast sogar noch gesagt, hier, wir müssen näher ran. Das hast du jetzt davon. Ja, hättest mich ja informieren können, wenn du so darüber informiert bist. Einmal tot, immer tot. Ich dachte, du kannst mir jetzt halt einen Energy in den Mund schütten. Ich dachte, du weißt das. Nö, die können alle sterben. Deswegen kriegen wir ja ständig neue. Du musst einfach beim nächsten Mal aufpassen. Also, da drüben war er. Da drüben in der Tür. Ich spiele den anderen Dude. Hier, oder was? Ja. Spiele ich den. Also im Moment haben wir noch 4 Leben. Ach, der ist weg. Nee, die sind jetzt nämlich beim Sammelpunkt, glaube ich. Die sind, dann geh doch über die Karte zum Aber Sammelpunkt. Lass mich doch vorher kurz die Säure holen. Die ist ja nur da um die Ecke und dann beam ich mich zum Sammelpunkt. Aber die Säure, brauchen wir die nicht auch dann direkt hier wieder? Wofür brauchen wir die eigentlich nochmal? Genau, für ein Schloss irgendwo, ja, ich glaube, das Ding da ist dann. Ha. Huh. Hätten wir es da reinlocken können und dann Licht oder sowas? Was war das denn? Eine Disc, okay. Eine CD und noch ein bisschen Klebeband. Ach, hier waren wir noch gar nicht drin. Aber dann sind ja die Cutscenes auch dann immer wieder anders, ne? Weil wenn einer tot ist, bevor du zu einer Cutscene kommst, ja, ist er ja quasi raus. Der arme Junge. Also du kommst gleich dran, ne? Ich will nur kurz einmal alles machen. Der arme, arme Junge, der ist weg. Naja, er wurde halt auch einfach. Er hatte keinen. Niemanden, der sich um ihn kümmert. Er wurde eigentlich verbrannt. Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Wie hieß er nochmal? Josh? Ja, siehst du so. Das hat man gesehen, dass du so mit dem umgehst. Weiß nicht mehr, wer es ist. Okay, jetzt muss ich kurz schauen. Jetzt nimm so einen Becher, ja. Verwenden. Schnell, der Becher löst sich in nichts. Ach, guck mal. Deswegen haben wir so viele davon. Ich dachte nämlich schon, warum haben wir
Ah, du hast nur 30 Sekunden. Raus, dann runterlaufen. Oh Gott, der Fernseher greift dich an. Er greift, genau. Nein, ich will keinen Film gucken. Schnell runter und dann zu dieser großen Doppeltür. Weiter runter. Die erste links. Ja, die hier. Große Doppeltür. Ja, da rein. Und dann war da dann irgendwie hoch? Dieses merkwürdige Schloss. Ja, da ging's hoch und dann war da so ein Schloss. War das direkt da? Wo sind sie ja. hin? Schnell, beeil dich. 10. Warum will deine eigentlich dauernd kämpfen? Destiny Childs. Jetzt auswählen. Verwenden. Draufschütten. Nice. Es funktioniert. Es funktioniert. So. Jetzt gehe ich zur Karte und können wir nicht über die Karte? Geht gar nicht, Mann. A oder sowas oder X oder Y irgendwas war das. Machen wir Y? Angezeigt, nur jetzt nicht mehr. Komm nicht mehr. Also warte, kann ich da was machen? Nee, ich kann gar nicht. Ich bin komplett raus. Ah, ich habe die Karte verstanden. Man muss dann immer so. Also du musst auf die Bereiche draufklicken. Genau. Ja, aber irgendwie habe ich. Ja, hier, bestätigen. Ja. Wo warst du? Ich hatte eine scheiß Angst um dich. Aber wo ist Josh? Jetzt sag bloß nicht, er ist tot. Ja, das, ja, passiert, ne? Das wusste ich gar nicht, dass man die wegkloppen kann, die Kids. Ja, und jetzt kann ich jetzt... Na, jetzt mal zu einem du. Hin. Okay, ich bin hinter dir. Genau, und jetzt musst du nur noch dazukommen. Kann ich nicht. Echt nicht, wenn du... Du hast den noch nicht richtig, oder? Ah, jetzt. Ja. Jetzt geht's. Jetzt musst du bestätigen. Ja. Moment, habe ich irgendwas dabei oder... Nee, es hat jetzt alles in seinem Rucksack. Ja, komm mal mit. Ich weiß, wo das war. Moment, ich habe den doch... Ich dachte, ich hätte ihn mitgenommen. Warte mal, habe ich das sicher? Jetzt alles hier? Nee. Doch. Baseballschläger. Nee, das ist der Schraubendreher. Sorry. Nee, das andere ist RB. Nee, du hast es liegen lassen. Komisch. Ich glaube, du konntest das nicht looten. Warte mal, sind wir jetzt richtig? Ja. Müssen hier wieder runter. Dann hier so rum. Aber man merkt schon, Josh war wirklich ein beliebter Kerl. Klar. Also die haben, der war, die haben ja wirklich. Josh war der Sterzig des Spiels, sag ich mal. Nee, Quatsch. Ach, Sterzig weiß, wie ich meine. So, der Rucksack war da hinten. Den. Ist das neue Harry Potter, was wir spielen? Ja, das ist das neue Harry Potter. So ungefähr sieht das aus. Nee, siehst du? Alles mitgenommen. Also ich habe irgendwie... What? Aber wo ist rechts? Das denn? Ich habe nur noch... Ah, doch, siehst du, ich habe das alles. Ich gebe dir das. Ja, gib mir mal hier. Alles hier geben. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht, der reicht schon. Okay. Das war's ja. So, hier die Doppeltür, ne? Warte, lass mich kurz. Warte mal, ich mach bei mir mal eine Vorhersage, wer von uns beiden zuerst stirbt. Jetzt bin ich informiert, jetzt gehe ich nicht mehr so schnell drauf, das sage ich dir. Moment. Warte bitte. Ja, ich bin ready. Das Spiel hast du gespielt zu Giga-Zeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ja, es kann hinkommen, ne? Es kann, ja, doch, 2004, 5 so. So, ihr dürft einreichen für 5 Minuten. Vorhersage starten. Haut rein, viel Spaß. Da könnt ihr die Moneten mal ein bisschen ins Land bringen. Okay. So, mach auf die Luke. Die Schule geht total vor die Hunde. Ja, das ist echt lächerlich. Wer ist denn das? Ist das ein Zombie? Ey, das ist doch der... Wow! Wow! Ich komm nicht weg! Ja, und jetzt kann ich mich wieder opfern! Ja, ich mach das schon, aber du musst... Du kannst was? Du bist tot! Ashley. Wir hätten speichern müssen! Warum haben wir nicht gespeichert? Gespeichert, aber erst... Also vorher, kurz vorher. Sollen wir laden? Vermisse ja. Ashley. Ja. Gut. Ja. Gut. Ah, jetzt lebt das Ding noch. Schnell. Jetzt muss das Ding noch mal schnell töten. Ja, vor allen Dingen du musst es jetzt töten. Ja gut, du hast verloren die Wette, ne? Also es. Scheiße, ach, ich bin das jetzt. Da. Ich bin das jetzt. Das stimmt ja sogar. Ja gut, dann muss ich die jetzt abstimmen und verwalten. kann ich das ändern?
Moment, ich muss erstmal mich konzentrieren. Ich muss töten. Mach du mal, ich hab schon gerade geändert. Alles lief dumm. Warum schießt er denn jetzt nicht? Ja, lief doch alle. Du hast doch gerade schon so. Du musst B drücken. L ja. Und B, genau. Ne, jetzt schießt er. Ja, hab ihn. Ne, hab ihn. Das sah aber komisch aussehen. Ja, das ich hab oben die Spitze getroffen. Nein, den loote ich jetzt gleich selbst. Dann haben wir das Problem gleich gelöst. Ich loote den Rucksack quasi jetzt gleich selbst. Der Chat ist schon total in Rage und unterstellt uns, dass wir nichts können, was ja völliger Schwachsinn ist. Nein, ihr seht ja, wie schwer das ist. Man muss wirklich auch mal vorstellen, du hast eine Kamera, die auf jemand anderen fixiert ist und dann musst du da und dich bewegen. Das ist einfach wirklich sehr weird. Muss man erstmal lernen. Aber ich habe auch nicht gecheckt, okay, dass die so schwach war. Ja, die braucht, glaube ich, noch einen Softdrink. Ja, wäre nicht schlecht gewesen, ne, an der Stelle. Guck mal, kann ich jetzt so wechseln? Moment, bleib mal stehen. Genau, ich würde nämlich auch gerne. Ja, aber wie kann ich jetzt ihn spielen? Geht das gar nicht? Gib mir einfach einen Basie und dann kannst du das machen mit dem, Aufladeschuss, wenn du willst. Ja, dann loote dich selbst da hinten. Ja, komm mit, dann loote dich gerade da. Wir haben ja den Rucksack liegen lassen. Ach ja. Dann nehme ich aber jetzt, glaube ich, eine Limo. Ich glaube, ich nehme jetzt eine Limo. Ach. Das hat sie jetzt gebraucht, so ein Zuckerschock. Sie brauchte den Zucker. Okay, bei mir ist jetzt auch eine Wette und die Wette gilt ab jetzt, schreiben die Experten. So, du lootst dich jetzt da hinten? Also, Moment, sollen wir jetzt noch eine neue Vorhersage machen? Ja, dann machen wir eine. So, jetzt könnt ihr wieder neu. Könnt ihr bei mir wieder neu abstimmen. Okay. So, dann gehst du jetzt mal da hinten looten. Ach, hier, ja. Kommst du ran, Moment? Psst, hey! Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein! Meine Besitztümer! Das Leben ist so hart! Wow. Aber du hast dafür ein Baseball. Moment, ich brauche jetzt. Wir müssen jetzt nochmal hier looten. Ich glaube, da. Ja, alles noch. Können wir jetzt auch nochmal mitnehmen, Sachen? Und dann speichere ich nochmal, glaube ich, bevor wir da oben reingehen in die Kammer. Was soll der Geiz, oder? Guck mal, hier ist Knoblauch. Ja, konnte ja keiner wissen, dass das jetzt so eine Todessequenz direkt wird. Ich meine, da kamen drei Bosse, drei Gegner, meine ich. Ach, das ist von Monster Energy gesponsert. Das sehe ich ja jetzt erst. Die haben mir damals aber auch wirklich alles gesponsert. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal irgendwann. Ich trinke kein Energy, aber die haben mir mal 36 Dosen Master Chief Monster Energy zugeschickt. Wirklich, okay, es kam ein sauschweres Paket und ich dachte, was ist das? Die umbringen. Vielleicht, ja. Das ist ja eigentlich geplant. Mit dem Zeug können wir ein paar schöne Löcher Microsoft machen. Schickt mir 36 Dosen waren es. 36 Dosen. Ich finde aber hier passt Monster natürlich auch perfekt. Ja, klar. Da würde ich mich auch und es ist ja eigentlich auch eine Gegenkampagne, weil es heißt ja, trink's nicht, ist wie Crack. Na? Das war. Also ob das so eine sinnvolle Kampagne ist oder wollte Monster einfach den Bad Boy raushängen lassen, dass sie sagen, guck mal, ich glaube das. Ja, ich glaube auch, dass die Lehrer nicht wollen, dass sich die Schüler das coole lehren. Monster reindrücken. Nee, so, schnell, du musst daran, du hast es, oder? Die nervt, dass die Schüler so viel Energie haben. So wissbegierig, so gut, so lerngeil sind. Ja, das Suffering war ein tolles Spiel. So, Moment, jetzt speichere ich hier nochmal. Ja, das ist echt lächerlich. So, ich mach einfach hier. Zack. Ich hab alles. Was ist das hier? Zu. Du kannst ja auch mit dem Draht arbeiten. Kein Problem für mich sein. Gut, das kannst du jetzt mal machen, weil du bist ja super schnell. Du bist der schnelle Drahtmann. Ja, aber. Ja. Macht aber nichts. Doch, jetzt. Oh, wow. Hey, wir haben gerade andere Probleme. An der Ecke ist noch eins zu knacken. Entschuldigung. Hau ihn tot. Ich sehe auch nichts. Hier ist noch irgendwo ein Schloss zu knacken. So, ich leuchte und du knüppelst. Ja, so hat das eigentlich ganz gut geklappt jetzt. So macht man das. Aber ich habe auch schon wieder. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie beschädigt ich jetzt wieder bin. Ja, da fehlt so ein bisschen das Resident Evil Menü mit einer Anzeige. Oh, was ist das da oben? Ist das Munition? Sehr gut. Aha. Und
Munition für die Pistole. Ja, das ist gut. Nein, Entschuldigung. Das war, ich wollte es einfach nochmal sehen. Du wolltest einfach nochmal mir in den Schritt. Na, es sind die 90er. Mhm. Ja, da war das noch cool. Teens. Nee, das nicht, aber die haben ja Hormone. Die müssen. Ach, in den 90ern gab es noch Hormone. Die sind heute alle weg. Ja, durch Mikroplastik oder was? Mikroplastik hat alle Hormone getötet. Ich traue diesen Fernsehern nicht. Kannst du dich noch an die Projektoren erinnern, die man früher in der Schule hatte? Ja klar, Overhead-Projektor. Genau, Overhead-Projektor. Habe ich hier auch schon welche gesehen. Gibt's heute noch? Naja, okay, Deutschland hat sich auch also in 30 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt. War ich das letzte Mal in der Schule. Außer in Spielen. Vermisst ihr die Schulzeit? Null. Nicht? Null. Gar keine, nicht eine Sekunde. Also bist du so ein Glücklicher im Erwachsenenleben? Ja. Erwachsensein ist geil, ne? Steuern zahlen und Geld verdienen. Ja, Wahnsinn. Das ist die Tasche Professor von... Waldens Tasche. Oh, Nadel eines Kompasses. Wow, wir haben wieder Probleme. Hau die kaputt. Oh, da kommt ein Zombie. Kommt einer von hinten. Und ich habe Energie. Ey, ich verliere gerade... Ich geh raus. Das ist eine sehr gute Idee. Oh mein Gott, das ist ja richtig schwer. Ja, nimm eher mal so eine Dose. Oh, jetzt aber. Da gönnt er sich direkt das dicke Paket. Ja, ich glaube, sowas muss man abklären. Kann ich einfach sagen, null Energie? Wollen wir da nochmal rein? Ich hatte, glaube ich, wirklich null. Ja, wir müssen die killen. Wir haben ja gespeichert. Keine Schlösser mehr übrig. Mann! Ich habe den Zombie da hinten, glaube ich, angeschossen. Ach, stopp, ja. Vorsicht, der hat ein Messer. Ja. Das war gut. So, ich hol den Typen. Oh, so ein Kack. So, stopp. Beruhigen wir uns alle mal wieder. Puh. Ich hab das nicht so schwer in Erinnerung, du, ne? Oder wir waren früher einfach abgehärteter. Wahrscheinlich eher das. Wir müssen, glaube ich, die Spielstände einfach gut nutzen, um da halt durchzukommen, ja. Und das war jetzt hier noch irgendwas Spannendes, außer die Tasche, nee. Die wir... Also war es komplett unnötig. Ja. Also war meine einfach weggehen Taktik quasi genial. Oh, im Menü sieht man die Energieanzeige. Warte mal. Was, Moment? Nee, ich will nicht. Abbrechen. Im Menü? Hier? Ach, hier bei Merkmal oder was? Nee. Ich sehe eigentlich nichts. Karte? Ach, warte, vielleicht nee, in dem glaub, hier? Wenn man was trinken will? Ein anderes Menü? Ach, hier? Irgendwo? Oder wir sind noch relativ also, frisch. Also, lieber Chip, wenn ihr nochmal einen Tipp habt, aber wir sehen nichts. Jetzt kommt aber, glaube ich, noch was, oder? Ja, ja, siehst du? Der macht einen auf... Hier ist noch irgendwo ein Schloss. Jumper. Ach, der hat mich abgeleckt, der Typ. Oh Gott, ich bin richtig... Wir sind beide richtig verletzt wieder. Trink mir eine Limo. Ja, ich glaube, mehr ist auch nicht mehr. In der Ecke sind noch mehr Schlösser. Shit, ey, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht Nahkampf gut, ist richtig scheiße bei denen. Wir bräuchten noch eine Pistole, aber wir bräuchten mehr Limo. Mehr da Limo! In der Ecke ist noch eins zu knacken. Kann man am Wasserspender sich nicht irgendwas holen? Nee, leider nicht. Kann man, waren wir hier schon drin? Nee, die ist abgeschlossen, da kannst du aber auch nichts machen. Ach, das war jetzt aber der oben am Snackautomat, ne? Hier ist noch irgendwo ein Schloss zu knacken. Hier habe ich was. Wenn man verletzt ist, sieht man im Menü rote Flecken auf den Bildern. Ah, also auf den. Ach so, auf den Porträts. Heute um 17 Uhr 38. Hallo, Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson. Würden Sie Mr. Friedman ausrichten? Er möchte mich so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute um 18.50 Uhr. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte, komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Oh nein. Okay, das war sehr dramatisch. Also, irgendjemand ist entweder Mr. noch Friedman, eingeschlossen in der Krankenstation oder da liegt eine Leiche, die irgendwas Cooles hat. Aber wir müssen auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Ja. Früher oder später. Oh, noch eine. Jetzt haben wir das andere Teil von dem Kompass.
Was ist das hier? Guck mal, diese Statue. Ah. Leere Stellen. Ach, ja, Kompass, klar. Kompassnadel. Dann aber wahrscheinlich noch richtig einstellen. Verwenden. Okay, ach, dann müssen wir wahrscheinlich auf irgendeinen Breiten- und Längengrad kann ich dir jetzt zeigen, ja. Ja, aber was wird es wohl sein, ne? Spanien? Nee, ich weiß es nicht. Wegen dem Karte, meinst du? Weil da vorhin, genau. Aber ich glaube, dass wir hier noch was finden. Unser Rektor in jüngerer und in doppelter Ausführung. Ich wusste nicht, dass er einen Zwillingsbruder hat. Ja, so ein Exzentriker, ne? So ein Philanthrop, Moment, der eigentlich aus einer sehr reichen... Was ist das denn für eine ekelhafte Lampe? Aus einer Koralle geschnitzt, oder was soll das sein? Ja, ist Kunst. Ein Zettel von Friedmann. Ich bin in der Bibliothek, falls Sie mich sprechen wollen. Ich glaube, sein Innenausstatter war Gicker. Ja, also ich glaube, wir haben nichts mehr hier. Afrika? Weil das ist so Afrika-mäßig alles angehaucht. Wie viel kann man überhaupt machen? Das ist schon nicht gerade wenig. Und der linke Art, der... Was war das jetzt für ein Geräusch? Hast du es gehört? Moment, ich betrüge hier gerade mal. Und das funktioniert? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss man nochmal bestätigen, ne? Nee. Okay. Shit. Wir brauchen also... Was ist denn mit dem Computer? Irgendwas? Ja. Nee, das ist wieder nur die Tonbandaufnahme. Hier ist noch ein Zettel, der flattert so ein bisschen. Das ist Friedmans Akten. Wenn ich die alle durchsuchen soll, sitze ich bis morgen früh noch dran. Sorry, der ist schon wieder rausgegangen. Ja, weißt du, Josh wüsste jetzt, ob da noch was ginge. Wow! Wo sind die hin? Mann, wie soll man denn da jemals wegkommen? Komm, wir müssen erst abhauen. Ja. Schnell, warte, ich mach das. Oh, die spuckt. Das sind noch mehr Schlösser. Warum erwischt der einen immer? Ist tot. Lass gerade mal gucken. Merkmale. Ja gut, du bist richtig. Ja, meiner ist schon wieder fast tot. Mann. Okay, warte. Da hinten gibt's Limo. Ich nehme wieder das gute alte Eisenrohr. Achtung, Vorsicht. So, die trinkst du jetzt direkt. Eine Dose. Geht halt nur Monster kann heilen, ne? In der Ecke sind noch mehr Schlösser. Ey, das ist aber im Nahkampf einfach auch echt knifflig. Waren wir hier drin? Nee. Oh, no. Jetzt hab ich wieder... Hast du eine Limo schon getrunken? Au, du hast... Ey, hör doch mal auf jetzt! Der Typ! Der hat plötzlich seitwärts geschlagen. Ja. Also, hast du irgendwelche Aggressionen da rausgelassen? So macht man das. Das hätten wir machen sollen. Oh, geht gar nicht hier. Direkt das Fenster aufmachen, Stoßlüften. Ich möchte nicht wieder sterben. Langsam werden die Schüler auch eng. Kommt da irgendjemand rein? So wird da jemand zwischengeworfen? Wenn alle tot sind, oder? Noch Leute finden. Nö, wenn alle tot sind, war es das. Das ist ja echt brutal. Wir haben doch erst einen verloren. Wir kriegen schon. Ja, aber wir sind nur zu viert. Also haben wir rein rechnerisch gesehen 3 verloren. Kenny und der mit dem Meth-Problem. Jetzt könnte uns Sharon gut helfen. Was? Sharon könnte uns gut helfen? Aber warum? Warum, ja. Vielleicht kann sie irgendwas sehen bei dem Kompass-Ding, was andere nicht sehen können. Ach ja, sie hat doch immer so eine... Die Klugscheißerin hat doch immer so Tipps. Genau deswegen. Am Start. Sollen wir sie holen? Ja, aber lass erst mal kurz gucken. Haben wir nicht irgendwo noch was übersehen auf der Karte? Da. So. Ja, das Kreis ist... Rätsel. Da unten ist nämlich noch eine Tür offen im Erdgeschoss. Also zu. Ja, aber die konnten wir nicht öffnen. War das so? Okay. Ja, das war die auch, die von innen verschlossen ist. Okay. Wollen wir sie holen? Dann wäre doch ein X da. Ja, X ist ja verschlossen. Lass auf jeden Fall nochmal ins Erdgeschoss gehen, bevor wir das jetzt irgendwie machen. Weißt du, was ich richtig interessant finde? Dass das Spiel, wenn du auf den Platz da gehst oder in die Safe Zone, dass es gar keine Ladezeiten hat, ne? Das ist wirklich bumm und schon bist du da. Ja, das ist seltener.
für damals. Ja, guck mal, jetzt sind wir hier und genau. Die Tür hier ist geschlossen, aber das hat sich ja aufgerissen. Guck, das ist die hier. Das ist die hier. Bist du sicher, ja? Ja. Warte. Mach einmal auf die Karte. Ja. Nee, siehst du? Ja doch, nee. Klar. Nein, wir müssen ja doch. Rechts. Unten ist noch eine offene Tür. Ja, du meinst das X, rechts, ne? Ganz, nein, ganz rechts. Jetzt glaub mir doch einfach mal. Ich folge dir. Habe ich 100 Mal gespielt. Da rechts ist noch eine offene Tür. Gut. Du anders bist der Türen. Okay, sagen. Ja. Aber da waren wir, glaube ich, auch schon drin. Ja, aber dann. Ja, da waren wir garantiert. Es ist doch nur unsere Aufgabe, die Dinger nachzugucken. Hier. Tür scheinbar abgeschlossen. Siehst du, jetzt erst ist ein X. Ach so, meintest du. Ah, ja, natürlich. Ich habe gemeint, du meinst die ganze da unten, wo ich dachte, da waren wir doch auch schon drin. Ich dachte, du meinst die hier. Gut, dann holen wir jetzt die Trulla und hoffen, dass sie uns irgendwie helfen kann. Ja. Also auf jeden Fall muss sie mal einen Tipp abgeben jetzt. Sie hat ja gesagt, dass sie uns den Meistertipp geben kann. Das hat die andere gesagt. Mal gucken. Das ist jetzt so ein bisschen... Man hofft einfach auf die Klassenbeste. Wo wart ihr? Ich hatte eine scheiß Angst um euch. Sei einfach froh, dass du nicht dabei warst. Eben hattest du sie doch, oder? Ja, da habe ich sie. Okay, mach mal. Drücke Select. Warum steht das jetzt da? Aber du hast sie, ja? Ja, da. Friedmanns Büro ist im Westflügel der Schule. Ja, toll. Das ist ihr Tipp. Aber dann gehen wir erstmal ins Büro. Und dann der nächste. Ja, vielleicht sagt sie ja dann nochmal irgendwas, so wie... Wir haben übrigens das Drehrad immer noch nicht gefunden. Stimmt. Ganz schön weird. Aber vielleicht ist ja das auch versteckt in einem Safe hinter dem Poster. Oh, sicherlich. Das ja. Da, ja, warum nicht? Weißt du, exzentrischer, so sein, philanthropischer ja. Direktor mit Zwillingsbruder, der in Afrika Voodoo-Reisen unternommen hat, der hat sowas hinter einem Poster. Ja, auf jeden Fall geht der Trend zum Safe oder zum Geheimraum. Geheimer Raum. Kellergewölbe. Hätte ich auch voll gerne. Wer baut denn in einem so einen Mechanismus überhaupt ein? Oder muss man den selbst handwerkern? Oder gibt es eine Agentur, die das wirklich übernimmt? Ja. So Geheimräume? Ja, so Bunkerbau. Ja, nicht unbedingt Bunker, aber wenigstens irgendwie so ein ausgereifter Mechanismus mit vielleicht, keine Ahnung, einer Spieluhr oder sowas. Hier, ne, war das. Das Problem ist, du musst die danach alle umbringen. Und wer will denn jetzt die ganzen Handwerker? Es gibt eh so wenige. Und dann musst du die alle erwürgen. Echt, du musst die dann töten. Ja, damit die nicht... So, jetzt drück mal. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Wow. Aber was? Ach nee. Ach du, echt jetzt? Alter, kann mir jemand mal im Chat sagen, wie wir hier weiterkommen? Der Chat weiß es. Ich sag Afrika. Die Zeiger sollten auf irgendwas zeigen. Das ist so Afrika-mäßig. Aber was? Ich werd mit dieser Lampe irgendwie nicht fertig. Die ist einfach skurril. Irgendwo hier muss ja ein Clou sein. Ja, hier sind Jagden, aber da brauchst du ja Jahrhunderte. Die wollen sich das nicht angucken, sie wollen eigentlich gar nichts wissen, typische Kinder. Okay. Wer schreit denn da im Hintergrund? Ganz schlimm, ne? Ganz schlimm. Die Masken sind wirklich eigenartig, ja. Die Lampe finde ich halt echt, das ist eine Qualle. Simon, Alter. Du sagtest schon die Lösung. Ach, jetzt ernsthaft? Dann, echt? Was Spanien? Was hab ich denn gesagt? Du hast Spanien gesagt. Spanien, ja. Und das Rätsel wäre aber wohl auch verbuggt. Das Rätsel also, ist auch. Was bedeutet so. Das jetzt noch? Dass wir es gar nicht lösen können, oder? Nee, also... Okay, das... Ach. Ah. War das jetzt Spanien? Es funktioniert. Vielleicht. War eher Afrika, Friedman oder? Friedman ist in der Bibliothek. Also los. Mein lieber Herbert. Ich schreibe dir ganz im Geheimen. Leonard würde mich auf der Stelle verlassen, wenn er erfährt, dass ich mich in sein Arbeit einmische. Du bist sein Zwillingsbruder und manchmal glaube ich, du verstehst ihn besser als ich. Selbst. Darum möchte ich dich bitten, mit ihm zu sprechen. Gestern Abend haben wir uns gestritten. Er ist vollkommen besessen von seinen Forschungen und ich glaube, er geht zu weit. Ich bin sicher, dass er das Experiment an sich selbst durchführen will. Du kennst ihn. Du weißt, dass er das tun würde. Das wäre wirklich dumm. Die behandelten Testpersonen sind erst nach 3 Wochen stabil und vielleicht treten erst viel später noch Nebenwirkungen auf. Bitte rede mit ihm. Deine Elizabeth. Okay, irgendwelche Forschungen und... Eine Videokassette, noch eine Videokassette und eine Pistole mit Taschenlampe. Wahnsinn. Ich werde uns heimleuchten. Okay, wir haben das Rätsel gelöst. Moment, was sagt sie denn jetzt? Verschwinden wir aus diesem Gebäude. Friedman ist bestimmt in der Bibliothek. Ja, wir müssen jetzt in die Donde Esther Bibliotheker. Jetzt gerade eben nochmal die Musik, ne? Muss man echt. Warum geht die eigentlich immer so richtig steil?
Sollen wir nicht speichern? Sollen wir nicht auch speichern? Ja, unbedingt. Okay, wir speichern jetzt hier. Unbedingt. 90 Minuten spielen wir schon, krass. Die Aufnahme ist fertig. Die große Freedman-Verschwörung. Ja, jetzt müssen wir hier wieder runter. Oh oh. Irgendwas lauert doch im Keller, oder? Also ich wäre sehr enttäuscht, wenn das Spiel nicht irgendwie so einen geheimen Keller hätte mit Experimenten. Klingt ja auch sehr deutsch, die Namen, weißt du? Das sind wahrscheinlich Deutsche. So. So, wo geht's denn jetzt zur Bücherei hin? Speisesaal hier. Also ja, gerade also hier dran vorbei lang, quasi. Ja, Mann, Girl Power, wir machen das jetzt. Weil der eine keine Luft mehr hat. Ja, der eine ist total platt. Für den brauchen wir erst Limo. Aber das war eine gute Idee, den einfach auszusortieren. Ja, und klar, so kann man dem nochmal ein bisschen Zeit kaufen. Ne? Nein, ich glaube, wir müssen hier. Ja, hast recht, hier in diese schmale Gasse rein. Ja, Library. Dafür haben wir jetzt auch den Schlüssel eingesetzt. Two Girls, oh, One Book. Nein, ist das nicht der Typ, den du am Anfang gespielt hast? Der andere sah auch schon so aus, aber ja. Wahrscheinlich verlieren die irgendwann ihre Haare und sehen alle so aus. Soll ich? Du hast eine Knarre, ja. Oder kann man mit dem reden? Der sieht irgendwie... Oh, Resident Evil Zombie-Moment. Wow, 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 wow. Oh, hinter uns auch noch einer. Okay, ich mach den hier. Wir müssen Friedman finden. Einer ist down. Mann! Ich muss durchladen. Wie schnell, Mann, hier, die haben so eine Reichweite. Ja, die haben eine super Reichweite. Ah, ich habe eine Karte gefunden von der Bibliothek. Ah, Mann, ey. Wir haben nichts, ne? Wir haben nichts. Ja, du musst ein bisschen nach hinten. Aber ich geh mal hier in Boys rein. Vielleicht ist da Verbandskasten drin. Pflaster oder so. Ich sehe wirklich schmutzig aus. Hier war wirklich gar nichts. Nee, nee. Wer macht denn Räume, wo nix ist? Bei den Girls ist jetzt wieder voll versifft. Ah, geht. Oh, nichts wie weg. Oh, ich hab ne Limo. Heil dich. Sehr schön. Ach, tut mir leid. Hast du auch durchgeladen. Viel besser. Warte mal, konnte man nichts machen mit dem Out of Order? Dass man da irgendwie vielleicht... Mit dem Schild? Nee. Aber, ja. Okay. Moment, lass kurz mal gucken auf der Karte, dann würde es vermerkt werden. Nee, alles okay. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Oh, kann man hier ans Wasser? Das wäre halt geil, wenn man sich da irgendwie... Ist doch gesponsert von Volvic. Können wir nicht mit Volvic uns heilen? Ja, wenn es an mir geht. Aber ich bin jetzt nicht mehr gesponsert von Volvic. Ach so, dann keine Volvic... Anhimmlung mehr. Ich trinke immer noch Volvic. Ich trinke am liebsten Black Forest. Volvic ist auch in Ordnung. Jetzt gerade habe ich auch Volvic. Oh, Achtung! Licht, Licht, Licht. Okay. Der, wie sie dann nochmal aufgezuckt hat. Mal da raus? Nee, auch nicht. Was ist der hier mit dem Wandschrank? Auch abgeschlossen. Der ist auch. Oh, guck mal, da ist der Projektor. Oh, nee. Ich gehe nochmal rein, oder? Ja, lass nochmal gucken. Ja. Deswegen renne ich auch am liebsten erstmal. Wir müssen den Schlüssel zur Bibliothek finden. Ja. Kann ich. Mama, Achtung! Vorsicht! Oh, was ist denn mit ihr los? Die hat voll die Agro-Tunes, ey. Die kommt bestimmt aus einem Konfliktherd. Ihr Vater war Blood und ihre Mutter war Crip. Ja. Er hat das. Die Gewalt mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, deswegen. Ich wurde mit Konflikt quasi gestillt. Was sind das, ja, okay, das für Top-Secret-Akten? Jetzt bräuchte man halt George, der hatte halt immer den Loot-Riecher, ne? Der konnte immer sagen, hier ist noch was da und so. Ich mag diese, kleinen individuellen Specials, fand ich schon sehr schön. Die haben mal, hier kommt aber was. Au! Warum kann ich nur zwei, dreimal schießen und dann irgendwie nicht? Jetzt, richtig Ghetto.
hier ist nix. Die Doppeltür? Die Tür ist abgeschlossen. Aber hier, guck mal, hier ist die Scheibe kaputt. Ja, sehr gut. Machen wir hier auch wieder. Machen wir. Was haben wir jetzt? Na, obwohl, wir müssen Munition sparen, ne? Aber eigentlich kann man das nicht runterreißen. Warte mal, ich mach mal das hier kaputt, so für Nummer sicher. Achtung. Ja, Mann, das ist genau richtig. Sollte man machen. Oh, da hinten liegt was. Was ist das? Ein Stück Papier. Toll. Ah, Licht. Licht. Aber was für Kann ich das vielleicht einfach hier dran halten? Weiß das nicht. Das wäre geil. Wenn das jetzt geht, fände ich das richtig beeindruckend. Vergiss nicht, wir haben noch eine... Ja, ja, nee. Nehmen wir mal verwenden. Da steht doch verwenden. Oder der Projektor? Guck mal hier, verwenden. 2432. Ja, ist ja Wahnsinn. Das sind Mechaniken. Cool. Hast du das damals in irgendeiner Form bewertet bei Giga oder nur gespielt? Das, ich glaube, wir haben es nur gespielt. Schade, ich hätte echt gerne gewusst, ob du das Spiel bewertet hättest und was du dann gegeben hättest, ne? Ich glaube, ich würde es hier. 2432, oder? Ich glaube, mir hättest du das 7 bis 8 kann man schon geben. Doch. So, ich lese mal vor. Du lest lieber vor. Leonard, lieber Herbert, ich wende mich Sie als Freund. Ich komme gerade von der Konferenz in Seattle, bei der Ihr gemeinsames Buch Ewiges Leben ist möglich wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ihre Entdeckungen stehen in völligem Widerspruch zu den Theorien von Dr. Leon Korseberg und der Rat wird aller Wahrscheinlichkeit nach ablehnend reagieren. Es gibt nicht wenige scharfe Kritiker und diese Kritiker fürchten, dass ihre Forschungen unmoralisch sind und ein schlechtes Licht auf die gesamte Wissenschaft werfen. Ich habe die Aufzeichnungen analysiert. Ihre Theorie richtet sich ganz sicher gegen die allererste Regel medizinischer Ethik. Ohne Unterstützung eines namhaften Wissenschaftlers. Moment. Jetzt werden sie wohl in Vergessenheit geraten. Und ich selbst bin leider nicht bedeutend genug, um das zu verhindern. Vielleicht finden sie Hilfe außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ich fürchte, dass sogar Strafmaßnahmen gegen sie nicht ausgeschlossen sind. Ich kann ihnen nicht dringend genug raten, ihre Aufzeichnungen an einen sicheren Ort zu verwahren. Meine lieben Freunde, ich wünsche ihnen alles Gute. Ihr treuer Freund, Walt Carradine. Okay. Carradine. Also waren die 16 Schüler... wahrscheinlich Opfer von der Forschung des Bruders des D-Rex. Das glaube ich auch. Oder der D-Rex ist schon längst weg und er hat seinen Platz eingenommen, weil er so merkwürdig gesagt hat, nutzt das Licht, liebe Kinder. Weißt du, was so ich meine? So oder so, wir schlagen uns damit jetzt herum leider und anderen in die Fresse. Sind wir hier durch? Wo sind sie? Moment, haben wir wirklich alles? Ich weiß nicht. Sie will halt kämpfen. Na, aber das ja, mit dem Zettel und so. Was haben wir jetzt da rausgefischt? Nur Informationen? Achso, wir haben den Schlüssel da auch rausgefummelt. Ah, okay. Haben wir den? Moment, ich guck mal ganz kurz. Er war im Safe, ja. Ja? Aber wo ist der jetzt? Also, mehr, wo ist er denn, ne? Haben wir ihn vielleicht... Lass uns mal gucken. Ja. Da liegt doch was. Ah. Na, er hat den beinahe vergessen. Den beinahe vergessen, ja. Kennt hier noch jemand Cold Fear? Ja, Morgus, das kenne ich auch noch. Das wollte ich sogar Let's Play in den Mach das Tagen. Mal, aber bitte zeichne die Maps mit. Man verläuft sich nämlich ständig. Ich habe so nämlich da bei so einem Typen auf der hat Patreon, habe ich für 2-3 Euro sein Patreon da abonniert und habe da eine richtig krasse 4K-Mod. Der hat alle Texturen 4K aufgelöst, hat das alles irgendwie aufgefrieren und so, sieht richtig gut aus. Cool. Also das Spiel ist nicht schlecht, aber es gibt ein, zwei Figuren, die sind ganz furchtbar. Es gibt so einen Homosexuellen, der redet wirklich so. Und es ist unfassbar. Ja gut, das ist halt Klischee noch von damals, ne? Ja, aber das ist wirklich selbst für die Zeit war das schon. Aber so alt ist es, glaube ich, gar nicht. 2007 oder so oder 2008? Ich glaube, das ist gar nichts. Nee, Moment, meinen wir Cold Fear. Cold Fear auf diesem Tanker. Auf diesem Tanker, ich mein, ne? Wie bitte? Das ist auf diesem Tanker, wo du ja, auf dem Schiff bist. Ja, wir meinen unterschiedliche Sachen. Du meinst es auf dem Tanker und das heißt auch, glaube ich, Cold Fear. Das heißt Cold Fear. Ich meine was anderes. Ich meine so ein Unterwasser, so wie The Abyss, so ein Unterwasser-Horrorspiel. Das habe ich auf Dreamcast mal gespielt. Ach Gott, was kann das denn sein? Oh, hier, guck mal, da liegt eine Akte oder so unter dem... Nee, doch nicht. Nee, du hast recht, Cold Fear war doch, ja so richtig schöne Wettereffekte mit so Wind und allem und so. Ey, das war cool, Cold Fear.
Das war echt auch cool. So ein eine wichtige Lampe an der Wand. Neuerlicher Schicksalsschlag für die Familie Friedman. Die Gemeinde trauert um Leonard Friedman. Mit ihm verliert die Stadt einen brillanten, gewissenhaften, dynamischen Forscher. Leonard hat stets die Arbeit der beiden Brüder vorangetrieben, ohne dabei vor Hindernissen zurückzuschrecken. Aber es gibt ja noch einen. Ja, es gibt noch einen. Oder er hat seinen Tod fingiert. Moment, die wissenschaftliche Gemeinschaft erklärt trotz der Differenzen mit dem Brüderpaar, er war einer von den wenigen, die uns mit 7 Meilensteinstiefeln Fortschritte machen ließ. Wie alle Ereignisse im Zusammenhang mit dieser ungewöhnlichen Familie ist auch der Tod von Leonard Friedman rätselhaft. Obwohl er ein guter Pilot war, verlor Leonard die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzte ins Meer. Sein Zwillingsbruder Herbert, der einzige Überlebende dieses schrecklichen Unfalls, wurde aus der offenen See vor Long Island gerettet. Ist doch das doppelte Lottchen. Vielleicht hat er ihn noch umgebracht. Der hat ihn. Ganz viele Möglichkeiten. Ja, der hat ihn getötet, definitiv. Ich meine übrigens Deep Fear. Das Ach, nur so Deep als Fear. Cold Fear. Was du meinst, ja, ist Cold Fear. Cold Fear ist top. Mr. Friedman, es ist schrecklich. Wieso seid ihr nicht daheim? Aber was Sir, macht ihr hier? Was sind diese schrecklichen Viecher? Hier auf dem Schulgelände? Die sind überall. Sie müssen was tun. Kenny ist weg. Mr. Warden wollte die Polizei rufen, aber... Was? Ja, Mr. zum Warden Glück, er hat uns nämlich gerettet. Geht sofort zum Hausmeister. Er lässt euch raus, ich sag ihm Bescheid. Und lasst euch vor morgen früh nicht mehr hier blicken. Was ist mit Kenny? Ich kümmere mich um alles. Ihr könnt hier jetzt nichts tun, also verschwindet. Lass uns auch niemand rausbegleitet. Alle labern uns voll, wir sollen gehen, keiner hilft uns rauszukommen. Ja, aber wo sind denn die anderen Schüler? Ich meine, davor, als der Tag begonnen hat, ja, war es voll mit Schülern. Und jetzt sind alle bumm verschwunden. Das ergibt doch alles keinen Sinn. So, darfst lesen. Die Vegetation ist wirklich seltsam, besonders die Bäume. Noch 2 Pförtner sind verschwunden und wir haben eine aufgeschlitzte Leiche gefunden. Die Einheimischen sind verängstigt und wollen die Insel verlassen. Und doch denke ich, dass wir unser Ziel bald erreichen. Die Flora entwickelt sich parallel mit unseren Fortschritten, die sich als schwierig erwiesen haben, sowohl physisch als auch moralisch. Merkwürdigerweise weicht die Vegetation mehr und mehr zurück. Die Atmosphäre wird bleischwer, die Stille lähmend. Das erinnert mich jetzt gerade hier an Lovecraft? Den Nebel von Stephen King. Die hier gefundenen Exemplare und die Geologie zeigen, dass diese Insel von der Welt abgeschnitten war, sodass hier 3000 Jahre lang eine parallele ökologische Evolution stattfand. Aber dieser Zeitraum reicht nicht aus, um solch heftige Veränderungen auszulösen. Hierfür wären Millionen von Jahren notwendig. Etwas hat die Evolution der Spezies und dieses Ökosystems beschleunigt. Ich möchte herausfinden, was das war. Wir haben eine Spur, eine schwarze, verfaulende Substanz, die plötzlich auf den Pflanzen auftritt, scheint immer häufiger vorzukommen. Je weiter... Lirk. Moment, ist gar nicht so einfach. Je Musst weiter, du einmal antippen, Nörden, ganz leicht. Genau. Die Indizien weisen darauf hin, dass dies von einer knotigen Pflanze stammen könnte. Morgen erreichen wir die Spitze des Vulkans. Der Erdboden in diesem Teil der Insel ist hell. Das sollte unsere Analyse des Untergrunds erleichtern. Okay. Das hat alles natürlich damit zu tun. Aber haben die wirklich die Schüler geopfert oder haben sie irgendwie die Monster freigelassen und die haben sich die Schüler geschnappt? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, wir haben erst rumgeopfert, dann hat es Überhand gewonnen und jetzt können wir es nicht mehr eindämmen. Ich denke, sowas wird das sein. Ja. Was mit der Tür dahinter? Ich wollte doch nur ein paar Schüler opfern. Glauben Sie etwa, ich hatte vor, die gesamte Klasse zu opfern? Ja, sowas halt. Ja, ich wollte nur, man wollte es halt unauffällig machen, ne? Warte mal, wenn du da... Da ist nichts. Genau, die Erb geschlossen, okay. Nee. Hier, wenn guck mal, hier die Treppe. Die Wendeltreppe ist halb zerstört. Dort können wir nicht hinaufgehen, okay. Wo sind sie? Ich habe Lust, jemanden platt zu machen. Hier, schau mal, wenn wir hier hingehen, hier so Schimmel, da passiert aber nichts, okay. Ja, aber alles schimmelt ja immer weiter, ne? Das ist mir auch aufgefallen, dass sich irgendwie... Okay. Eigentlich ist das hier The Last of Us. Pflanzenterrorismus, Ökoterrorismus. Ja, nur 50 Jahre vorher, ja. Genau. Da gibt's so einen Film, den finde ich richtig ekelhaft. Der ging richtig unter die Haut. The Rune oder The Ruin oder sowas hieß der... Da sind sie auf so einer Maya-Pyramide und die Einheimischen wollen nicht, dass sie diese Pyramide verlassen können. Die wollten da halt irgendwie Sightseeing machen und gibt's jetzt hier noch was? Hausmeister da oben. Speisesaal müssen wir rein. Okay, wir sind in der Bibliothek, also raus und zum Hausmeister, okay. Ja. Und jedenfalls diese Pflanzen fressen sich halt in die Reihen und die eine wird dann auch total, dreht dann irgendwie durch und versucht sich die Pflanzen, diese Schlingen da aus dem Körper zu schneiden und so. Das ist ein richtig abartiger Film. Okay.
klingt auch. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Mit hey, Jonas Chaka. Ja? Warte mal, geradeaus, ja. Die Tür da hinten. Ja. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass irgendjemand ihn sich geschnappt hat. Ach, hier ist der Janitor, ja. Ja, sobald ich habe auch gedacht. Wenn wir den Fernseher sehen, müssen wir die Kassetten mal. Was ist das denn hier? Warte mal. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss versperrt. Okay. Kommt her! Der Hausmeister dreht durch. Ich höre Backpfeifen. Würdest du da reingehen, wenn du solche Geräusche hörst? Mr. Garrison? Mr. Garrison? Oh, ist das... Uiuiui! Oh, eine halbautomatische. Ah, gib mal her, das Ding. Aber ich habe da keine Taschenlampe dran. Warte. Oder hast du sie? Ich hab sie gar nicht. Ach, nee, hier, wenn du einen hochgehst und jetzt rechts. Nee, ich mal, du kannst noch mal links, rechts. Geht nicht? Nee. Ja, okay, dann mach ich mal. Ach, oben, ja. Ja, da, du hast wie sie. Kann ich sie geben? Jetzt habe ich sie. Warte. Aber ich hab keine Taschenlampe. Oh, hier liegt eine, oder? Eieiei, schau dir das mal an. Eine kräftigere. Das ist aber... Oh, der arme... Der das arme ist echt böse. Hausi. Der arme Mann, ne? Weißt du, woran das liegt, dass der eine Typ am Anfang ihm seine Waffe geklaut hat? Ich hau jetzt deswegen mal... Deswegen hat er jetzt keine mehr. Jetzt habe ich hier so eine gelbe Taschenlampe drauf, das ist cool. Oh. Wollen wir uns nicht nochmal... Aber da, gut. Wir sollten speichern. Wir sollten speichern. Ja. Okay, hier scheint die nichts Geräusche zu sein. Wir looten mal den Kram. Jetzt können wir vielleicht die Kassetten, glaube ich, benutzen. Was? Ah, da ist sie immer noch in der Schwester. Krankenstation. Was macht die da? Sie ruft um Hilfe. Ich muss ihr helfen, sofort. Gibt's hier eine Kassette? Ja, ja, da vorne ist eine. Warte mal, jetzt speichern wir erstmal, bevor wir es wieder verdödeln. Ja. So. Ich hab alles. Ja, okay. Dann hauen wir mal rein, was wir hier haben. Überwachungssystem, fangen wir an. Hey, das ist das Videoüberwachungsarchiv. Gerade verlässt jemand die Turnhalle. Ja, er wird das verfolgt. Sind ja wir. Das ist doch Kenny. Spul vor, der Teil ist uninteressant. Stopp. Dieser Typ da ist... Friedman. Ah. Wieso verfolgt Kenny ihn? Und wo geht er hin? Oh, ein Geheimgang. Kenny? Er wird ihm doch nicht da reinfolgen. Spul vor. Sie kommen raus. Das ist Friedman. Er schließt die Tür hinter sich ab, der Mistkerl. Ah, zwei gehen rein, einer kommt raus. Donnerkuppel, ha? Huh? Das ist auf jeden Fall nicht gut ausgegangen für Kevin, glaube ich. Das ist nicht Kenny? Und wer ist dieser Typ? Kenny, Kevin. Was macht er da? Ich raff's nicht. Kenny, Kev Sofferson. Jetzt kommt er wieder raus. Der hat's aber eilig. Oh, die Monster. Da kommen die also her. Er hat sie freigelassen. Okay. Das war relevant. Das war, ja. Und jetzt haben wir hier noch Subjekt 37. Weißt du, was ich aber an der Mechanik ziemlich geil finde? Es wäre halt mal zu wissen, wie es da mit anderen ist. Weil sie ist ja die Freundin vom Kenny, ne? Und dementsprechend hat sie natürlich mehr Empathie für ihn, als wenn jetzt zum Beispiel Stan dran ist. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Dass jeder anders reagiert auf die Sachen, die er genau, sieht. Genau, ja. Ja, das ist echt cool. Eigentlich ist es schon ein gutes Spiel, so. Kann man nicht sagen. Das ist total gut. Da ist Kenny. Gut gealtert. Er lebt! Wir müssen ihn finden. Ja, Subjekt 37. Ja, aber man kann ja nicht sagen, dass er lebt, nur weil man eine Aufnahme gefunden hat, wo Kenny zu sehen ist. Ne? Das muss man ja auch noch fairerweise sagen. Ja, okay, ja, das gut. War's. Wir haben noch den Schlüssel zum Speisesaal. Wir können noch ein bisschen Stuhlflipper spielen. Mit diesem Schlüssel kommen wir in die Cafeteria und können der armen Krankenschwester helfen. Der armen Krankenschwester, aber dann haben wir nicht ein Leben mehr. Au. Das ist. Denkst du, die Krankenschwester wird spielbar? Ja, sie ist zu alt, ne? Um wirklich Teil der Gang zu sein. Irgendwie schon, ne? Ich weiß nicht. Die ist schon Ü20, das ist schon uralt. Ja, der Hausmeister ist es ja auch nicht geworden. So, was haben wir denn da gefunden immer für einen Schlüssel? Das war D, also direkt hier rein. Genau. Mein Gott, ich will hier endlich mal raus.
aus der Fakultät. Oh mein Gott. Ach du Licker. Wow. Okay, Moment. Ich glaube, ich hab's, oder? Ist es tot? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht anvisieren. Das ist tot. Ich würde sagen, ja. Ja, okay, du hast ja auch die wuchtige Wumme. Oh, guck mal hier. Die ist gesehen, die ist, ne? Die ist fertig, die Frau da drüben. Die ist durch. Kann man da gar nicht rein? Nee, kann man nicht rein. Die erinnert mich ein bisschen an den... Also, oh. Wow, du schießt! Sehen ich muss Munition sparen, ich habe nicht so viel Muni. Ja, ist okay. Okay. Dein Charakter erinnert mich ein bisschen an Silent Hill 3. Ja, total, das spiele ich auch gerade. Echt? Spielst du gerade Silent Hill? Was ist denn los? Wir spielen alle wieder Silent Hill 3. Da ja, oben, gut, Achtung! Ich habe ja mit ein paar Leuten hier eine Reihe und wir haben den ersten, den zweiten und jetzt auch den dritten gespielt. Insofern... Der vierte hat auch einen richtig geilen HD-Mod. Das ist gut zu wissen. Irgendwann fangen wir den vielleicht auch nochmal an. Ich bin nämlich so ein... Oh, hier. Achtung! Ah. Ja, schieß! Ja, das ging zu schnell, Mann! Warte, ich schieß! Jetzt! Nicht. Ja. Ich bin nämlich so ein richtiger Mod-Fan. Ich liebe Spiele zu modden und mich da so reinzusteigern. Kennst du Scarface, das Spiel? Ich kenne es, aber ich bin kein allzu großer Fan. Ich brauche es... Scarface bin ich ein Riesenfan und da gibt es. Film ja aber nicht vom Spiel. Ach doch, das geht auch schon klar. Naja. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich finde es schon ganz witzig. Ist ja hier in Deutschland auch immer noch indiziert, ne? Aber davon habe ich jetzt auch eine richtig coole HD-Mod. Wahnsinn. Was die Modder alles aus Spielen rausholen. Ja, das ist auch immer wieder faszinierend, auch in den ganzen anderen Bereichen. Ups. Wo Communities einfach irgendwas verbessern und neu erfinden. Aber was ist das, ein Insekt? Ja, so ein bisschen, aber ganz geil. Ich meine, das sieht wirklich gut aus. Das ist wie diese Insektenviecher aus Resident Evil. Es hat so ein bisschen... Aber es ist gut gemacht. Oh, du bist schon wieder ziemlich angepimmelt. Haben wir noch was zum Heilen? Nö. Das ist wieder kritisch. Da! Wir könnten mal... da ist was gut. Ansonsten müssen wir auch noch mal speichern irgendwann. Wir haben zu viele... Kämpfe schon gemacht. Jetzt fühle ich mich viel besser. Ja, die liefen eigentlich gar nicht so verkehrt, die Kämpfe. Aber hey, das ist echt... Also, Survival wird da schon groß geschrieben in dem Spiel. Oh, hinter uns! Achtung, da ist was! Schieß drauf! Shit, ein zu viel. Ich habe was gefunden. Das passiert so schnell. Es gibt so manchmal akustisch keine wirklichen Warnungen. Oh, Entschuldigung. Haben wir da schon reingehen müssen? Nee, ich... Du kennst es ja. Lass nochmal zurück. Und dann ist da plötzlich eine Tür. Irgendwas höre ich. Irgendwas hat in der Ferne noch rumgeschmatzt. Wo sind die denn hin? Ich hab richtig Lust, die zu vermöbeln. Ja. Wow! Oh, jetzt bin ich angeschlagen. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Oh! Ah, doch! Ich denk schon, warum kommt die komisch nach oben? Ey, der schießt wirklich, die schießt doppelt. Jetzt hast du aber wirklich Muni gerade verschwendet. Ja, oh, nee, die hat einfach doppelt geschossen. Das war... Ach so. Du hast recht. Das tut richtig weh, so ein Schrotflintenschuss. Ja, aber da hinten ist noch irgendwas, ne? Irgendwas höre ich da hinten noch rum. Soll ich speichern? Also bald sollten wir mal speichern. Wir speichern jetzt. Wir gehen jetzt auf. Ja. Mal sicher. Ich hab alles. Aber ich bin jetzt halt auch wieder angehittet. Sehen wir uns mal die Cafeteria an. Wollen wir mal... Da ist ein Limo-Automat. Lass mal bitte die Limo da hinten holen. Ich sehe ja nichts. Ach so, sorry. Ach, ja. Oh, da kommt einer. Oben an der Decke. Rüste schnell deine Waffe aus. Mach die Waffe. Hab ihn. Aber ich habe echt wenig Money. Wir müssen gucken, dass wir jetzt... Ja, ab jetzt kann ich wieder ballern, aber ich habe die... Schlag mal bitte gleich, jetzt kannst du es ausrüsten lassen. Schlag mal bitte da hinten den Limo-Automaten für mich kaputt. Moment, kann ich das... Nee. Wo ist denn der Limo-Automat? Das hier? Der andere. Sehr schön. Da blinkt die Limo. Ah, okay. Kann ich die direkt verwenden. Das war gut. Und wichtig. Hier brauchen wir noch ein Werkzeug. Guck mal, da hinten ist auch noch ein... Merken. Da hinten ist auch noch ein Exit. Warte mal. Wir haben doch ein Werkzeug. Ne, es ist halt nur... Nee, ein Schraubenbeweger. Aber, ne, wer weiß. Wir haben uns auf Schraubenbeweger geeinigt. Ach. Aha. Der gute alte Schraubenbeweger. Oh. Ah, erinnert mich ein bisschen an die Rätsel aus Saw. Das war
war auch so ein Spiel, was ich echt geil fand. Saw the Game, Teil 1 und 2. Aber wir brauchen noch eine Sicherung. Passt doch gar nicht. Das geht dann, nee, ist schon richtig. Wieder ins Grüne. Ja, weil sie nicht eben gesagt, wir brauchen eine Sicherung? Ist es so? Habe ich nicht aufgepasst. Aber ich will gerade mal gucken. Ah ja, in der Mitte fehlt was, genau. Nee, doch nicht. Wir müssen es hier. Die Sicherung ist da unten in der Mitte. Ja, aber guck mal, da ist ja noch Platz für zwei weitere. Und zwar einmal grün und du kannst jetzt nur blau machen. Dass man die alle reinmachen muss. Ja, das kann sehr gut sein. Ich denke schon, ja. Lass mich gerade nochmal testen. Ja. Okay. Ein grünes habe ich. Licht, meine ich. Ja, blau, ne? Blau ist versorgt. Schau mal, hier hinten ist auch noch eine Exit-Tür. Kann man da irgendwie vielleicht drüber steigen? Nee. Was ist das? Ich dachte, es wäre irgendwas. Ja gut, dann gehen wir mal hier rein. Denn du weißt, wir müssen sparen. Oh yes, guck mal hier. Sehr schön. Das ist jetzt echt ein Lifesaver. CD. Ja, ich vermisse auch so ein bisschen die glorreichen Tage der Double A's. Ganz schön dunkel hier dran. Super dunkel. Was ist das hier? Kühlkammer oder sowas? Okay. Ich wähle mal wieder eine Waffe aus. Haben wir eigentlich geteilte Munition? Irgendwas ist hier. Da oben! Oh, oh shit, Gott, Mann. Der hat mir eine Kelle gegeben. Hier fehlen ein paar Sicherungen. Warum schießt die immer zweimal? Das macht mich fertig. Ja. Jetzt, der schläft aber nicht, oder? Doch, der schläft. Doch, der schläft. Lass mal lieber nicht drauf schießen, oder? Ich weiß nicht. Nee, okay, gerne. Ah, man kann ja nicht mal. Sonst baller ich einfach alles drauf. Mein kaputt! Boah, nice. Ja. Ich habe auch zweimal drauf geschossen. Gar nicht. Sie verliert auch hier echt Teile, ne? Was ist das denn? Oh, da ist jemand. Eine Schachtel mit Sicherung. Sicherung. Super, wir holen sie und dann die Sicherung. Oh, was gibt's für eine... ja nicht. Ah, da oben kommen Bienen. Oder was auch immer das darstellen soll. Ah, so ist gut. Was mit der Tür hier? Nein. Ah. Okay, dann zur Sicherung. Ja. Was ist das hier? Salz und Pfeffer oder irgendwas Wichtiges? Leider kein Energy. Meine Energy-Sucht muss gestillt werden, Simon. Aber fang jetzt schon wieder an zu zittern. Ist doch so bescheuert. Sie sagen dir, Energy-Drinks auf der Schule sind verboten und werden mit Rauschgiftmitteln gleichgesetzt. Und dann packen sie die in jeden Getränkeautomaten. Ja, ich sag es, ergibt alles keinen Sinn. Ich sag nicht, warte mal, ich speichere jetzt mal hier. Jetzt bin ich total. Moment, speichern! Ja, komm, wir können genug. Ja, ja, hau raus. Wir haben noch genug. Wir sollten damit nicht geizen, weil wir haben den jetzt gut gekillt, ohne Schaden zu nehmen. Das war schon eine Leistung. Dass hier jetzt aber auch immer wieder neue Viecher sind. Lad durch, mach dich bereit. Ich leuchte. Ja. Nochmal. Ja. Wir halten immer zwei aus, die Kleinen. Irgendwo oben wahrscheinlich noch einer, oder? Sind sie? Ja, irgendwie. Jemanden nee, ist keiner mehr. Okay. Kannst jetzt. Nee, erstmal Sicherung verwenden. Wir brauchen mehr Sicherung. Ja, ich dachte, dass man die automatisch. Nee, verwendet. Die musst du wahrscheinlich wieder im Menü. Nein. So, wie komme ich hier raus? B? Nee. Letztes Mal habe ich es ja auch geschafft. Ah, Start. So, mach ich das mal. Na, oben, oben, oben. Da. Ja. Ja. Da. Und jetzt darfst du losrätseln. Ich hab's schon. Gelöst. Warte mal. So, das ist also auch fertig. Jetzt muss noch grün. Ne, hier und da. Okay. Alright. Ah, das Licht. Also auch elektrisches Licht. Diese biblische Musik jedes Mal, ne? Chorgesang jetzt. Aber immer. Hier hat jemand Dosen hingelegt, oder? Was? Nein, echt? Das ist Fake? Ach, das ist nur eine Cola. Nee, die trinke ich nicht.
Die hat nicht genügend Koffein. Taurin ist gut für die Blutgerinnung. Ist es so? Nein, nein. Nein. Aber wenn du mal eine offene Wunde hast, schütten Energy drüber. Einfach reinschütten, ja. Einfach reinschütten. Einfach drüber. Warum kann ich hier nicht so ein Kraut nehmen? Resident Evil mäßig, so, weißt du? Wenn ich eins gelernt habe in Resident Evil, das Kraut sorgt dafür, dass du dir Hände wieder annähen kannst.